This evening, I've been asked to speak about renunciation. Heute Abend bin ich gebeten worden, über Entsagung zu sprechen. With the subtitle of Escape from the World or a Constructive Analysis. Aus der Welt oder eine konstruktive Analyse. And, of course, this point about renunciation is something which is emphasized very strongly in the Buddhist teachings. Die Lehren über die Entsagung sind in den buddhistischen Schriften als besonders wichtig immer wieder hervorgehoben. We find it in the one of the three principal aspects of the path that Tsongkhapa writes about. Ja, finden Sie zum Beispiel in den drei prinzipiellen Grundlagen des Pfades, wie sie Tsongkhapa beschrieben hat. In which he states that these three, which are absolutely essential for either sutra or tantra practice, are first renunciation. Er beschreibt darin, dass für alle Praxis, buddhistische Praxis, Sutra wie Tantra-Praxis, drei Dinge wesentlich sind. Zuerst die Entsagung, and bodhicitta, bodhicitta, and the correct understanding of voidness, und das richtige Verständnis der Leerheit. And so, obviously, it is something that we need to understand and try to develop. Und offensichtlich ist das etwas, das wir gut verstehen müssen und das wir entwickeln sollen. And the way that Tsongkhapa speaks about it in this text, the three principal aspects of the path. Die Art und Weise, wie Tsongkhapa in diesem Text die drei grundlegenden Aspekte des Pfades darüber spricht. He says, when you never generate for even an instant a mind that aspires after the wonderful things of recurring samsara. Wenn wir nicht einmal für einen einzigen Augenblick einen Geist entwickeln, der hinter den Dingen des Samsaras hinterher ist. And you develop the attitude that day and night always is interested keenly in liberation. Und wenn dieser Geisteszustand Tag und Nacht zu jedem Moment nur noch interessiert ist am Erlangen der vollkommenen Erleuchtung, liberation, Befreiung, Entschuldigung, that at that time you've generated renunciation. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie wirklich Entsagung entwickelt. And so, with renunciation we're not aiming for enlightenment, we're aiming for liberation from samsara. Those are quite different. Mit der Praxis der Entsagung zielen wir nicht auf das Erlangen der vollkommenen Erleuchtung, sondern auf das Erlangen der Befreiung, des Überwindens des Samsara. Which means that we overcome our uncontrollably recurring rebirth. Was bedeutet, dass wir dieses immer wieder kommende Geborenwerden in der Welt hinter uns lassen. So that we're no longer under the influence of disturbing emotions and karma. So dass wir nicht mehr länger unter dem Einfluss von Karma und den aufwühlenden Emotionen stehen. And this sense we no longer experience any suffering. Und wenn wir das erreichen, dann finden wir auch kein Unglück oder kein Unbehagen mehr. But that doesn't put us in the position of knowing how best to help everyone. Aber auch dann wissen wir noch nicht, wie wir anderen wirklich richtig helfen können. Because although we are liberated from grasping for truly established existence, obwohl wir vielleicht befreit sind von diesem Greifen nach echter Existenz, nach wahrer Existenz, which, because we are unaware and confused about it, causes our disturbing emotions, was offenbar, weil wir darüber über die Existenz nicht im Klaren sind, unsere Störgefühle verursacht. And acting out these disturbing emotions, it builds up karma. Und indem wir diese Störgefühle einen Ausdruck verleihen, indem wir handeln aufgrund dieser Gefühle, produzieren wir Karma. Which then drives our uncontrollably recurring rebirth, our samsara. Welches dieses Rad antreibt, dass wir immer und immer wieder geboren werden im Samsara. And so, even though we're free from this grasping for truly established existence, With liberation. Und obwohl wir im Zustand der Befreiung frei sind von diesem Greifen nach wahrhaft auffindbarer Existenz, our mind still is going to make appearances of true existence. Wird unser Geist immer noch das Bild von einem wahrhaft auffindbaren Etwas produzieren. And so that means that everything seems to us, that it appears to us as if it were encapsulated, existing on its own. Und die Dinge erscheinen dann immer noch für uns, als wären sie wie in einem Plastik-Kokon aus sich selbst entstanden. Means that it's very difficult for us to really understand cause and effect fully. Und in diesem Geisteszustand ist es für uns sehr schwierig, die Regeln von Ursache und Wirkung vollständig zu verstehen. In other words, what are the causes of everybody's problems, samsara?
Zum Beispiel, was sind die Ursachen für die aktuellen Probleme jedes Einzelnen im Samsara? And what will be the effect of anything that we teach them? Und was wird die Wirkung sein von den Dingen, die wir ihnen lehren? Not only the effect on them, but on everybody that they interact with as a result of what we've taught them. Natürlich, umso weniger wissen wir, wie die Resultate sein werden von bei den anderen Personen, die von den Lehren, die wir den einen Leuten gegeben haben, profitieren, wenn sie weitersagen. But first we have to stop believing in these appearances, which occurs with liberation. Wir müssen also zuerst aufhören, daran zu glauben, dass, oder dass den Glauben aufgeben, dass die Dinge so auffindbar in Plastik entstehen. And only then will we slowly be able to get our minds to stop producing these false appearances. So, wenn wir dies in der Befreiung erreicht haben, können wir dann erst beginnen, unseren Geist zu schulen, diese falschen Erscheinungen zu beseitigen, die immer noch auftreten. But anyway, let's not talk about enlightenment here, and let's be very clear that we're talking about liberation when we speak about renunciation. Wir wollen ganz klar uns nicht über die vollkommene Erleuchtung unterhalten, sondern um den Schritt davor, die Befreiung, wie wir die erreichen können. Okay, now. It's always helpful to look at the words that are involved here. Es ist immer ganz hilfreich, sich die Worte anzuschauen, um die es hier geht. Very interesting. When we look at these words for renunciation. Sehr interessant ist, wenn man sich dieses Wort Entsagung anschaut. I'm not quite sure what the German word actually connotes. Alex ist sich nicht ganz sicher, was die deutsche Wort so an Konnotationen, also an Bedeutungs Beimengungen hat. But if we go to the Sanskrit word is Nisarana. In Sanskrit ist das Wort Nisarana. And it's made up of a prefix, ni, and an actual root, which is sarana. Es gibt da eine Vorsilbe, ni, und das eigentliche Wort sarana. Now, ni is a prefix which means out, like aus in German, out or away. Nie bedeutet, ist eine Vorsilbe, die so etwas bedeutet wie aus oder von etwas weg im Deutschen. And sarana means to move or to move quickly. Und sarana hat die Bedeutung von sich bewegen oder sehr schnell bewegen. And so it's the state of mind that is wanting to go away from or out of something very quickly. Das ist also die Geisteshaltung, die darin besteht, dass man aus etwas schnell heraus möchte. And what we want to get out from quickly is uncontrollably recurring rebirth, samsara. Und selbstverständlich, woraus wir schnell heraus wollen, ist das immer wiederkehrende Geborenwerden im Samsara. Right, and it's not that we are being born in samsara. Samsara is not a place. One has to be very careful not to think in terms of being reborn in samsara. Wenn wir so eine Wendung benutzen wie geboren in Samsara, müssen wir uns sehr klar darüber sein, dass Samsara kein Ort ist, sondern es geht um einen Zustand. Right. So Samsara is a situation. Samsara ist eine Situation, in der wir uns wiederfinden. Actually, what it's referring to, I'm saying this phrase all the time, uncontrollably recurring rebirth. Ich beschreibe es immer so, unkontrolliert wiederkehrende Wiedergeburt. That is samsara. Das ist das eigentliche Samsara. Samsara, to continue to circle. Also immer wieder in diesem Kreislauf wiedergeboren werden. Mm. And so it's talking specifically about rebirth, no control over it, and it goes on and on and on. Das ist also dieses wiedergeboren werden, wir haben keine Kontrolle darüber und es geht immer und immer weiter. And it's under the influence of disturbing emotions and the karma that is built up by them, by acting them out. Und es wird immer am Laufen gehalten von unserem Karma und von unseren destruktiven Emotionen, die dieses Rad am Laufen halten. So, the Sanskrit term here means that we want to get out of this as quickly as possible. Der Sanskrit-Name ist da also ganz direkt. Wir wollen daraus heraus, so schnell wie möglich. Now, this prefix, ni. Diese Vorsilbe ni. Or nis, actually. Can also mean, if you look it up in the dictionary, certain or definite. Diese Vorsilbe nie kann auch, wenn man im Übersetzungswörterbuch nachschaut, die Bedeutung von certain or definite. Sicher oder definitiv haben. And the Tibetans chose to translate that meaning of the prefix. Und die Tibeter haben bei der Übertragung aus dem Sanskrit diese Bedeutung übernommen. Which is probably not the original connotation in the Sanskrit word here, but anyway, Tibetans picked up on this possible meaning. Es ist vielleicht nicht die naheliegendste Deutungsweise für die Sanskrit
Vokabel, aber es ist eine Möglichkeit, die die Tibeter gewählt haben. Then for sarana, which means to move, the Tibetans chose a word jung, which means to become, to manifest, to make something happen. Und für die Silbe oder für das Wort sarana haben die Tibeter ein Wort übernommen, das so viel bedeutet wie to become, werden, to manifest, etwas manifestieren, also ausdrücken, to make something happen, oder etwas, dass etwas passiert, etwas geschieht. And so it's the state of mind that manifests certainty. Das ist also nach der tibetischen Übersetzung der Geisteszustand, der etwas Sicherheit manifestiert. And so this is adding a little bit of a larger dimension to the Sanskrit word. Dies bringt vielleicht eine etwas größere Dimension zu dem Sanskrit-Begriff dazu. And so I translate that as a determination. Become certain. And it's a determination for what? Determination to get out of samsara, to be free. Alex übersetzt es also diese Sicherheit oder diese Gewissheit als eine Sicherheit oder einen Entschluss, entschlossen sein, aus dem Samsara herauszukommen, also Freiheit zu erlangen. And when we look at the Chinese translation of it, die chinesische Übersetzung von Nisarana, they have two different translations. Die hat gleich zwei, also die Chinesen haben gleich zwei verschiedene Vokabeln gewählt. And one means to leave, so similar to the Sanskrit. Die eine Bedeutung ist weggehen oder verlassen, also ähnlich wie im Sanskrit. Right, so the state of mind to leave, mainly to leave samsara. Wieder wird der Geisteszustand so beschrieben, dass man verlassen will, etwas sich entfernen will von diesem Samsara. And the second translation that they use means to manifest the real thing. It's interesting. Und die zweite Bedeutung, die die Chinesen dem Wort gegeben haben, ist, dass wirklich, das essentielle to manifest the real thing. Das essentielle hervorbringen. Right. Wirklich, the real thing, actual thing. And so again, this means to, if we think about it, it means to get this really definite real thing that I really want to get out. Also es geht so in die Richtung, dass wir eine Geisteshaltung entwickeln, in der wir wirklich ganz essentiell raus wollen. Also das richtig Wichtige daran ist, diese Einstellung herauszuwollen. So, we look at all these different translations, how the different cultures understood the word. It gives us a little bit larger picture of what is meant. So, wenn man sich diese verschiedenen Deutungsweisen anschaut, die die verschiedenen Sprachen dem Begriff gegeben haben, dann bekommt man ein größeres Bild von der Bedeutungsweite, die der Begriff hat. So, what is the object that we want to leave, we want to get out of, and we're really determined, definitely, going to do it, have to do it. Was ist also dieses Objekt, von dem wir uns mit Sicherheit ganz, ganz essentiell entfernen wollen? Also, die Bedeutung ist ja, sich von etwas lösen. It is basically suffering. Dieses Etwas ist das Leid. And referring specifically to uncontrollably recurring rebirth, it's a type of suffering. Und ganz speziell dieses immer wiederkehrende Wiedergeborenwerden, das eine Art von Leiden ist. Right. Example of the first noble truth, true suffering. Am Beispiel der ersten edlen Wahrheit, die Wahrheit des Leides. And actually the deepest meaning of the first noble truth. Und hier die tiefgründigste Bedeutung von Wahrheit des Leidens. And we want to get rid of its causes as well. Und wir wollen natürlich auch die Ursachen für dieses Leid überwinden. Second noble truth. Die zweite edle Wahrheit. And this means to not be attracted to anything of what's involved with the uncontrollably recurring rebirth. Und das bedeutet im Kern, dass man alle Anziehung zu irgendetwas im Samsara ablegt. So, since uncontrollably recurring rebirth is a lot of words to say, I will shorten it to just rebirth. Und weil immer wiederkehrendes Wiedergeborenwerden so ein langer Begriff ist, wird Alex das jetzt abkürzen und immer nur als Wiedergeburt bezeichnen. Right, so let's not just think of Samsara, because often when we think of Samsara, we have a different idea of what it is talking about. We're talking about rebirth. Also lasst uns nicht in der Kategorie Samsara denken, sondern ganz konkret am Beispiel von Wiedergeburt die weiteren Erläuterungen folgen. Okay, now, it's not that we want to run away. This idea is an escape from the world. We're not talking about running away. Also es geht nicht darum, die Flucht zu ergreifen, von etwas fortzulaufen, so wie in der Überschrift angedeutet, von etwas fliehen oder vor etwas weglaufen. Right, we want to hide. Oder sich vor etwas verstecken. Right? And in this sense, escape from the world.
Und in diesem Sinne, Weltflucht, würden wir in Deutsch sagen. Right, but rather we want to face rebirth. Sondern vielmehr geht es darum, diesem Wiedergeborenwerden wirklich entgegenzutreten. And analyze its causes. Und sich genau die Ursachen anzuschauen. And get out of it in a very rational way. Und dann aus diesem Kreislauf auszusteigen in einem ganz rationalen Herangehen. So, then the question is, why do we want to leave? Why do we want to get out of it? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollten wir daraus wollen? Because renunciation is talking about a motivation. Denn Entsagung spricht darüber, eine Motivation zu entwickeln. So, with motivation in Buddhism, we have some aim of what we want to achieve. So, this is getting out of rebirth. Motivation im Buddhismus hat zwei Aspekte. Zum ersten das Ziel, das wir erreichen wollen. Hier wäre das, aus dem Wiedergeburtskreislauf auszusteigen. And the second aspect is some sort of emotion that's driving us to achieve this goal. Und der zweite Aspekt ist eine Motivation, die uns dazu bringt, uns Energie gibt, dieses Ziel zu erreichen. Right, an emotion, a state of mind, why we want to achieve this. Eine Emotion, also ein Geisteszustand, der uns motiviert, dieses Ziel anzustreben. Now, I have to talk in very practical terms, what this really means. Wir wollen jetzt ganz praktisch mal überlegen, was das hier bedeutet. One can explain all the theory, all the lists and everything, and very nice. Man kann diese ganzen Dinge ganz exakt erläutern und Listen durchgehen. Das ist natürlich alles sehr schön. But what does it really mean in terms of our own personal development in ordinary life? This is the important thing. Aber was bedeutet das wirklich für unsere ganz persönliche Entwicklung im Alltagsleben? Das ist das eigentlich wichtige Ding. Right? We are trying to progress through the graded stages of the path, the Lamrim. Wir versuchen uns zu entwickeln über den Stufenpfad zur Erleuchtung Lamrim. And shouldn't think that this is so easy. Und wir sollten nicht darauf hineinfallen zu glauben, das wäre so einfach. Very often we skip over the initial and intermediate levels and just go for the advanced level. Zum Beispiel manchmal neigen wir dazu, einfach den anfänglichen die anfängliche Motivation und die mittlere Motivation zu überspringen und einfach zur höchsten Motivation überzugehen. So we go to the advanced scope. In die größte Entwicklungsstufe, die dritte Entwicklungsstufe vorzudringen. And say I'm aiming for enlightenment to be able to benefit all sentient beings. Die ist nämlich, dass man in der dritten Stufe anstrebt, alle Wesen zu befreien, indem man die Erleuchtung erlangt. And these are very nice words, but they don't actually really mean anything in terms of what do we really feel in our hearts. Das können sehr schöne Worte sein, aber es hat oft keinen Bezug zu dem, was wir in unserem Herzen wirklich fühlen, welche Motivation wirklich vorhanden ist. Because we really don't have a clear idea of what enlightenment really is. Oft haben wir gar keine klare Vorstellung von dem, was Erleuchtung eigentlich ist. And it is beyond most of our ability to think of absolutely every single being with a mind throughout the universe. That's a very large scope. Und für die meisten von uns ist es absolut unmöglich, wirklich zu verstehen, was es bedeuten würde, an alle Wesen, die einen Geist besitzen im Universum, zu denken und ihnen allen die Erleuchtung zu wünschen. So, nice words, but not so sincere, really, in terms of, is that really what we are feeling? Also sehr schöne Worte, aber nicht so richtig ehrlich. Das gibt nicht immer wieder, was wir wirklich fühlen. So, let's start with the initial scope, which is extremely difficult, actually. Deshalb wollen wir mal mit der ersten Stufe auf dem Lamrim beginnen, die erste Motivationsstufe. We shouldn't trivialize it. It is very advanced already. Und bereits die erste Stufe ist eigentlich sehr, sehr weit gefasst, also schon sehr fortgeschritten. Usually, we are at best on stage zero, before the initial scope. Most of us. Für viele von uns ist es, wenn wir viel Glück haben, die Stufe 0, auf der wir uns gerade befinden, und noch nicht die Stufe 1. Which is to benefit this lifetime through Dharma practice. Indem wir versuchen, durch Dharma-Praxis positive Veränderungen in diesem Leben zu erzeugen. Well, to make our suffering a little bit less. Um unseren Leiden ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen abnehmen zu lassen. And that's perfectly okay, as long as we recognize that that's step zero. Und das ist auch in Ordnung so, weil solange wir auch wahrnehmen und wissen, das ist der Stufe 0. And that there are more steps, and we would like to be able to progress through the rest of the steps, but we have to start at step zero.
Und es gibt eben, wir müssen bewusst sein, dass es andere Stufen gibt, andere Schritte, die wir machen können, aber wir müssen uns klar sein, dass wir noch auf der Stufe Null sind. And even just to think in terms of improving things later in this lifetime and not just want some instantaneous improvement. This is already an accomplishment. Und auch das Wissen darum, dass man vielleicht später in seinem Leben wirklich Schritte machen kann und den Wunsch dahin zu entwickeln, ist schon eine, wenn man das klar erkennen kann, ist schon eine gute Einstellung. But the initial scope is thinking in terms of future rebirth. And that of course means that we have to understand what future rebirth means in Buddhism. Ja, aber die erste Stufe ist der Motivation ist eben, dass wir uns auf nächste Leben konzentrieren und dass wir unsere Praxis daran ausrichten, dass wir auf die nächste Wiedergeburt unsere Geisteshaltung ausrichten. So, we need to understand Buddhist teachings of rebirth. Wir müssen dafür erstmal verstehen die grundlegenden Belehrungen im Buddhismus. Which means to understand the whole teaching on beginningless mind. Dafür müssen wir die ganzen Lehren über das anfanglose den anfanglosen Geist berücksichtigen. Which means to understand what mind means in Buddhism. Dafür müssen wir verstehen, was Geist überhaupt bedeutet im Buddhismus. And we need to also understand karma, how the way that we act affects future lives. Und wir müssen Karma verstehen, indem wir verstehen, wie die Handlungen, die wir jetzt vollziehen, sich im nächsten Leben auswirken können. And we have to be convinced that all of this is actuality. It's true. Und natürlich müssen wir ein Vertrauen oder auch Gewissheit darüber erlangen, dass diese Dinge auch wirklich wahr sind, dass so etwas wie ein nächstes Leben existiert. And on the basis of that, actually do something to try to ensure that we continue to have precious human rebirths in the future. Und auf der Grundlage dieser Überlegungen dann eben wirklich den Entschluss fassen, dass wir etwas tun müssen, um künftige Leben positiv zu beeinflussen. And actually do it. Und dann es wirklich auch tun. And so to reach that level and to have that as the main thought, tremendous, great accomplishment. We shouldn't belittle it. Und schon diese Stufe zu erreichen, diese Gewissheit und Entschlossenheit anzusammeln, ist schon ein großer Schritt und wir sollten das nicht kleinreden. The initial scope is not our topic. Die erste Stufe des Lamrim ist nicht unser Thema, sondern es ist das. So, we need to look at the intermediate scope. Also wollen wir uns jetzt mal die mittlere Stufe anschauen. And with this intermediate scope, one of the things is that we really can't guarantee that we're always going to have a precious human rebirth, can we? Und in der mittleren Stufe müssen wir uns erstmal gegenwärtig werden, dass wir nicht garantieren können, dass wir immer eine menschliche Wiedergeburt haben werden, in der wir Buddhismus praktizieren können. Right, precious human rebirth, not just human rebirth. Also nicht nur eine menschliche Wiedergeburt, sondern eine kostbare menschliche Wiedergeburt, in der wir die Möglichkeiten haben. So, with the initial scope, we're focusing a great deal on out of the three types of suffering, the suffering of suffering, it's called. In der ersten Stufe des Lamrim konzentrieren wir uns besonders auf die erste Stufe von Leid, also den ersten, die Wahrheit des Leides, das ist das Leid des Leides, also der Schmerz zum Beispiel. Oder right, which is the suffering of unhappiness. Was zum Beispiel das Leid des Unglücklichseins ist. Basically it's that. Vor allem ist es das. Because we could experience unhappiness with many, many objects, not just pain. Wir können unglücklich sein mit vielen Objekten verbinden, nicht nur Schmerz. Pain is a physical sensation. We're not talking about physical sensations. Schmerz ist eigentlich eine physische Empfindung. Es geht eigentlich nicht um physische Empfindungen. We're thinking in terms of states of mind, unhappiness. Sondern es geht eigentlich um eine Geisteshaltung, unglücklich sein. Okay, so now. But with the initial scope, we're thinking of terrible situations and the unhappiness that we would experience with it. Aber in der ersten Motivationsstufe denken wir eben an die vielen leidhaften Zustände, die wir erleiden können. And we want to avoid that. Und wir möchten das vermeiden. Okay, now, so precious human rebirth is certainly better than a rebirth as a hell creature or a ghost or an animal. Also eine kostbare menschliche Wiedergeburt ist natürlich definitiv besser als in der Hölle, als ein hungriger Geist oder als ein Tier wiedergeboren zu werden. Okay, now, here's the problem. The problem is now we need to focus with the intermediate scope on what's called the suffering of change. In der mittleren Stufe, da müssen wir uns auf die Frage konzentrieren, was das Leid des Wandels bedeutet. Oh, so, suffering of change is our ordinary happiness.
das Leid des Wandels ist eigentlich unsere normale alltägliche Freude. And it doesn't last. Es dauert nicht an. And it doesn't satisfy. Und es genügt uns nicht, es befriedigt uns nicht. And the more that we have of it, actually, the worse it gets. Und je mehr wir davon haben, umso satter und übersatt werden wir. Perhaps I should clarify that. Vielleicht sollte ich das noch etwas klarer fassen. Classic example, if eating our favorite food was true happiness. Das klassische Beispiel ist, wenn wir unser Lieblingsessen essen und das wäre echte, offenbare Freude, then the more we ate at one time, the happier we would become. Dann würden wir, wenn wir immer mehr essen, immer glücklicher werden. But after a certain point, the more that we eat, that happiness changes to suffering. Aber an einem bestimmten Punkt, umso mehr wir essen, desto mehr verwandelt sich die Freude in Leid. And so, this is why we call it the suffering of change. Und deshalb nennt man das auch das Leid des Wandels, das sich verändert. And so, even if we have a precious human rebirth, selbst wenn wir eine kostbare menschliche Wiedergeburt haben, we may lose it. Wir können das wieder verlieren. And we may go down again and have massive suffering of suffering. Wir können wieder in andere Daseinsbereiche fallen und sehr viel Leid haben in den Höllen oder in anderen Bereichen. And even within our precious human rebirth, it's not all going to be our ordinary happiness. There'll be a lot of unhappiness as well. Und auch in einem ganz normalen menschlichen Leben gibt es Freude, aber auch viele leidvolle Erfahrungen. But the main object that we want to overcome with this intermediate scope. Aber das Wichtigste, was wir eben hinter uns lassen wollen in dieser mittleren Motivation, is not just this suffering of change. Nicht nur dieses Leid des Wandels, but the all-pervasive suffering, it's called, sondern das alles durchdringende Leid, wie man es nennt, which is uncontrollably recurring rebirth. Was eigentlich im Kern ist, dass immer wieder geboren werden. Because rebirth, uncontrollably recurring, under the influence of karma and disturbing emotions, that's the basis for the first two types of suffering. Denn dieses Wiedergeboren, unkontrolliert und immer wiederkehrend, auf der Basis von störenden Gefühlen und Karma, das ist eigentlich die Grundlage für alle leidvollen Erfahrungen. Right, so with this type of body and mind, und mit diesem Körper und diesem Geist, it's going to be the basis for experiencing suffering of unhappiness and the suffering of ordinary happiness. Und das, dieser Körper und Geist sind die Grundlage, um das Leid des Leides, also unglücklich sein zu erfahren oder eben Glück zu erfahren. Right, so it's going to continue to go up and down. Es wird immer auf und ab gehen. So, what happens when we try to actually develop this? Was passiert, wenn wir versuchen, das jetzt wirklich einzuüben? A lot of problems with the initial scope. Es gibt sehr viele Schwierigkeiten auf der ersten Stufe. Because with the initial scope, we're praying and praying, may I continue to have a precious human rebirth. Zum Beispiel beten wir oder machen Wünsche, dass wir immer wieder eine glückliche, kostbare Menschengeburt haben werden. With all the circumstances and conditions and freedoms to be able to continue my Dharma practice. Mit allen Ausstattungen und Freiheiten, die garantieren, dass ich meine Dharma-Praxis weitermachen kann. And we're refraining from destructive behavior, which is the main thing to help to bring about a precious human rebirth. Und wir nehmen Abstand von allen destruktiven, also schädigenden Handlungen, was eigentlich die Grundlage ist, um eine kostbare Menschengeburt wieder zu erlangen. And we're practicing as much as we can, far-reaching attitudes, generosity, discipline, patience, etc. Und wir versuchen immer wieder zu praktizieren, Geduld und Freigebigkeit und die sechs Vollkommenheiten. And offering these prayers. Und immer wieder bringen wir diese Wunschgebete dar. But what does it get mixed with? Aber womit wird das dann vermischt, wenn wir das tun? It gets mixed with, and in my future lives may I always be with my loved ones. Es geht zum Beispiel etwas anher mit, möchte ich im nächsten Leben wieder mit meinen Verwandten und Freunden verbunden sein? With my relatives, mit meinen Verwandten und Freunden. And with my fellow Dharma students, mit meinen Mit-Dharma-Studenten. And with my teachers, mit meinen Lehrern. And may I always have the financial resources to be able to study. Möchte ich immer das Geld und die finanziellen Mittel haben zu studieren? And there's a lot of attachment, which is there. Es gibt also ganz viel Anhaften in dieser Einstellung. And so we're not really looking for liberation. Also schauen wir gar nicht wirklich danach,
uns zu befreien, Befreiung zu erlangen. Right? We want this precious human rebirth, but with all the good things, as it were, that would come with it. It's very attractive. Also wir möchten diese kostbare Wiedergeburt, aber mit all den Annehmlichkeiten und schönen Beziehungen, wie wir sie gehabt haben. And so, this is what we have to start focusing on in terms of renunciation. So, das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen, wenn wir Entsagung praktizieren möchten. We have to start thinking about the suffering that's involved. Wir müssen uns zum Beispiel klar werden über das Leid, das damit auch verbunden sein kann. Being with our friends, being with our loved ones, etc. Is that really the true source of happiness? Ist zum Beispiel das Zusammensein mit unseren Freunden oder mit unseren geliebten Menschen immer eine Quelle des Glücks für uns? Does it mean that we have to ignore them? No. Bedeutet das, dass wir sie ignorieren sollen? Nein, das bedeutet es nicht. But we have to look at them in a very realistic manner. Man muss sich diese Menschen anschauen in einer ganz realistischen Art und Weise. Think in terms of liberation from rebirth. That's very, very profound. I mean, it's very hard for us to even imagine what that means. Ja, Art und Weise zu denken, Befreiung vom Wiedergeboren werden, das ist eine sehr grundlegende Art der Betrachtung. Die ist sehr wichtig. It's very difficult. Und sehr schwierig. And so we think, well, what does that mean? Does that mean that I no longer can have any friends? Bedeutet das also etwa, dass ich nie wieder Freunde haben kann? I can no longer have any loving relationships with anybody? Kann ich also auch keine liebevollen Beziehungen zu anderen Menschen mehr haben? What does it actually mean? Was bedeutet diese Befreiung eigentlich? And we're not talking about a very misinformed concept of renunciation, that you give up everything and go live in a cave. We're not talking about that. Und wir unterhalten uns auch nicht über eine so etwas missverstandene Form von Entsagung. Wir lassen alles zurück und gehen in eine Höhle und dann ist es damit getan. Right, that's not what we're talking about, renunciation. We're talking about something much deeper. Wir sprechen nicht über so etwas, sondern wir sprechen über etwas, das viel tiefer geht. And about all the type of emotion and feeling that goes with that. Wir sprechen über die Gefühle, die sich also einstellen bei uns. So, we, as I say, need to focus on rebirth itself. Deshalb möchte ich auf die Wiedergeburt jetzt mal einen Schwerpunkt legen. And we think, well, okay, the friends and relatives and so on might be nice circumstances, but that's not the point. Man kann zum Beispiel denken, diese Freunde und Beziehungen sind ganz wichtig, aber sie sind nicht das Wichtigste. Right? That's not what we want to focus on when we think in terms of this initial scope, having better future rebirths, continuing to have precious human rebirths. Diese Beziehungen sind nicht das, worauf wir uns konzentrieren wollen, wenn wir die erste Stufe der Motivation einüben, nämlich künftige gute Wiedergeburten zu erreichen. And it's very easy to get sidetracked in this initial level scope, to think in terms of that. I always want to be with my friends, my loved ones, future lives. Und es ist sehr leicht, diese Abfahrt zu nehmen auf der Autobahn der ersten Stufe, weil man eigentlich doch mit seinen geliebten Menschen oder mit Liebesbeziehungen sein möchte. We want to have, it's the point of getting a precious human rebirth in the future is to be able to continue on the spiritual path, continue developing. Denn der eigentliche Zweck für die nächste gute menschliche Geburt ist, dass man weitermachen kann auf dem buddhistischen Pfad. Now, we look at that a little bit more realistically. Wenn wir uns das ein bisschen realistischer anschauen. This is assuming that we can get a precious human rebirth each lifetime, which is unbelievably difficult. No guarantee we'll get that. Wir nehmen zunächst mal an, dass es überhaupt möglich ist, die nächste gute menschliche Wiedergeburt zu erreichen. Es gibt keine Garantie und es ist auch nicht sehr leicht, sie zu erreichen, sondern sehr schwierig. If we look in terms of what have we done mostly in our lives and what type of thoughts have we had mostly in our lives. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, was habe ich gemacht in meinem Leben, welche Art von Gedanken habe ich die meiste Zeit in meinem Leben gehabt. I'm sure that most of us will find that the destructive side and the disturbing side far outweighs the constructive positive side. Dann werden viele von uns wohl feststellen müssen, dass die destruktiven oder schädigenden und die etwas verblendeten Aspekte weit überwiegen. So in terms of cause and effect, it's not going to be so easy to continue getting precious human rebirths over and over again, or even one more time. Wenn man Ursache und Wirkung in Betracht zieht, ist es also gar nicht so einfach, eine kostbare menschliche Wiedergeburt zu erlangen, auch nur ein einziges Mal. But even if we have precious human rebirths,
Aber selbst wenn wir das erreicht haben, ein kostbares menschliches Leben? How horrible it is to have to start almost all over again in each lifetime. Wie furchtbar ist es eigentlich, in jedem neuen Leben wieder ganz von vorne anfangen zu müssen? I want to continue on the spiritual path, right? The initial scope. Denn eigentlich möchte ich ja auf dem spirituellen Pfad weitermachen, auf der ersten Ebene. Right, I'm really serious about it. Und ich bin eigentlich entschlossen und will das erreichen. And I've worked really hard in this lifetime. Und ich habe mich sehr angestrengt in diesem Leben. And I've reached a certain level. As I get older, more mature in my dharma practice, und habe eine gewisse Ebene erreicht in meiner dharma praxis im Verlauf meines Lebens, in meinen älteren Lebensjahren. Right, a certain understanding, a certain level of concentration, certain level of compassion, and so on. Zum Beispiel eine gewisse Grad von Verstehen und ein gewisses Level von Mitgefühl und von Konzentration in der Meditation. And now I'm reborn again. And although it might be a little bit easier next time because of the instincts that I've laid. Und obwohl es vielleicht beim nächsten Mal in der nächsten Wiedergeburt am Anfang etwas leichter sein kann durch die Instinkte, die ich angelegt habe. But how horrible that I have to go through all the stages again to be able to actually reach the point where I was last time and continue and go further. Aber es ist doch furchtbar, wenn man sich klar macht, dass man trotzdem ganz viele Entwicklungsstufen erst wieder durchlaufen muss, um dann an den Punkt zu kommen, an dem man im letzten Leben gewesen ist, um dann weiterzumachen. That's what we have to think about. Und das ist die eigentliche Sache, an die wir denken sollen. Right? Not just that, well, in every lifetime I'm going to have disturbing emotions and it's going to go up and down and angry and greedy and etc. Es soll es nicht so sein, dass wir daran denken, jedes Leben, das wir erreichen, ist wieder ein Auf und Ab und ich werde gierig sein und ich werde gut sein und ich werde ganz viele Dinge erleben. You see, there's a very light version of this intermediate scope, this renunciation. Hier müssen wir vorsichtig sein. Es gibt so eine Light-Version von erster Stufe des Lamrim, von der zweiten Stufe des Lamrim. Which is that I want to get rid of my disturbing emotions and karma. Ich möchte einfach meine störenden Emotionen und mein Karma loswerden. We don't make the connection between that and rebirth. Und man macht keine Verbindung dann zwischen diesem Ziel und dem Wiedergeborenwerden. Sure, that makes a lot of sense. It's horrible to have this up and down and to get angry and all the difficulties that happen in my relationships and so on. Because of my anger and my attachment. Und natürlich macht es viel Sinn, solche Gedanken zu haben, also die schweren Emotionen loszuwerden, Karma loszuwerden und diese vielen Schwierigkeiten in Beziehungen, die wir haben, und so etwas loszuwerden. And so we reduce our dharma practice really to a type of psychotherapy. Aber dann reduzieren wir unsere Dharma-Praxis zu einer Art Psychotherapie. And perhaps a deeper form than is usually available. Und dann vielleicht eine etwas tiefergehende Form als Psychotherapie, die so landläufig zu haben ist. With huge amount of methods and so on from thousands of years of Buddhist experience. Weil die buddhistischen Lehren vielleicht viele Tausende von Jahren Methoden entwickelt haben, die uns ein bisschen tiefer führen. But still, we're thinking in a what I would call a very light version of this intermediate scope. Aber es ist dann immer noch eine Art von Light-Version der mittleren Stufe auf dem Lamrim. Because actually all that we are aiming to get rid of are the first two types of suffering. Weil wir immer noch nur die Motivation haben, die ersten beiden Leitformen zu überwinden, das Leid des Leids. The suffering of unhappiness. Das Leid des Unglücklichseins. And the suffering of ordinary happiness. Und das Leid des gewöhnlichen Glücklichseins. We're not thinking in terms of rebirth. Aber wir denken immer noch nicht an Wiedergeburt. And so the real thing, the intermediate scope is in addition to what we just have mentioned. Und der eigentliche Kern der zweiten Stufe auf dem Lamrim ist zusätzlich zu dem, was wir gerade beschrieben haben. Get rid of rebirth, the third type of suffering. Dass man loswerden will, das wiedergeboren werden. Which is the basis of these first two types of suffering. Das ist die dritte Form des Leides und die Grundlage für alles Leid. Because we might be focusing on just getting rid of our disturbing emotions and so on. But chances are we're not going to get rid of them in this lifetime.
Und obwohl wir uns also vielleicht auf das Loswerden von störenden Gefühlen und Karma konzentrieren, es gibt natürlich sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nicht loswerden in nur einem Leben. And so, rebirth is going to happen. Und so müssen wir uns klar sein, Wiedergeburt wird kommen. And we haven't thought in terms of how do we stop that, how do we avoid that. Und wenn wir uns nicht mit dem Gedanken beschäftigen, wie kann ich das verhindern, wie kann ich das beseitigen? We certainly are not on the way to liberation, because in fact we are undoubtedly perpetuating our samsara. Dann sind wir noch nicht auf dem Weg zur Erleuchtung, wenn wir diese Einstellung nicht haben. Dann vielmehr verewigen wir unser Samsara noch mehr. Why? Warum ist das so? Because we really haven't understood the whole Buddhist teaching on cause and effect. Dann haben wir die eigentlichen buddhistischen Lehren über Ursache und Wirkung noch nicht ganz verstanden. And probably don't have a clear basis in our understanding of rebirth. Und wahrscheinlich haben wir kein klares Verständnis von Wiedergeburt überhaupt. And so the whole thing becomes very mixed up in our minds. Dann wird unsere Einstellung sehr gemischt und sehr unklar. And although it's beneficial, obviously, to think in terms of I've got to get rid of all my disturbing emotions and so on. Und obwohl es offensichtlich gut ist, wenn wir versuchen, unsere Störgefühle loszuwerden, unser Karma. In the Buddhist practice, we're aiming for much more than that. Aber in den buddhistischen, in der Praxis versuchen wir doch etwas mehr zu erreichen als nur das. And so I think that we can develop this disgust with the problems that I have, and I'm in a bad relationship, and it breaks up, and then we get into another bad relationship, and these syndromes repeat and repeat. Also wir können unsere starke Abneigung, die wir zum Beispiel dagegen haben, dass immer wieder Beziehungen in die Brüche gehen, enden und immer wieder diese leidvollen Erfahrungen auf uns zukommen. And we get determined to try to be free of that. Und wir können uns entschließen, davon frei zu werden. But that could also motivate us to go into psychotherapy. Aber es könnte dann genauso die Konsequenz sein, dass wir uns entschließen, eine Psychotherapie zu machen. So why do we need Buddhism? Dann braucht man eigentlich keinen Buddhismus. Do we just make Buddhism into another form of psychotherapy, or what? Sonst machen wir Buddhismus einfach zu einer anderen Form von Psychotherapie. So we have to develop this renunciation for. It's almost for. I mean, this is a very dangerous thing to say, but for our ordinary type of lives. Diese Entsagung, die wir da also praktizieren, ist, wenn man so will, das ist eine etwas harte Ausdrucksweise und eine etwas gefährliche, aber es geht eigentlich darum, dieses normale Leben, das wir führen, dem zu entsagen. Right. I say it's dangerous because it could be easily misunderstood. Es ist ein bisschen gefährlich, weil es leicht missverstanden werden kann. But it's this type of life that you have to start all over again as a baby. Diese Art von Leben, die wir ganz wieder von vorne anfangen müssen, wenn wir wieder ein Baby sind. And go through all the difficulties of being a baby, can't express ourselves, can't do anything, we have to learn everything all over again, we're helpless. Das ist zum Beispiel dieser Zustand, Baby zu sein, dass wir hilflos sind, dass wir nicht für uns selber sorgen können, dass wir Hilfe brauchen, dass wir so ausgesetzt sind. What a colossal waste of time. Und diese ganze, ganz kleine Jugend ist so eine große Zeitverschwendung. Isn't it? Ist das nicht so? Right, I want to continue on the path. I want to develop. And the intermediate scope, to get out of suffering completely, or advanced scope, I want to be able to help others. Denn meine Motivation ist ja eigentlich, ich möchte weiterkommen in dem Bestreben, Befreiung für mich zu erreichen, oder in der dritten Stufe des Lamrim sogar anderen Wesen durch das Erreichen der vollständigen Erleuchtung auf dem Weg zu helfen. Right, here becomes even stronger our renunciation. Hier muss unsere Entsagung wieder stärker werden. When we are working on the advanced level, wenn wir nämlich auf der dritten Stufe des Lamrim praktizieren, I've got to achieve the enlightened state of a Buddha in order to really help everybody, and our minds are expanded enough to understand what enlightenment means and what everybody means. Denn hier muss unsere Motivation so weit gehen, dass man sich entschließt, zum Wohle aller Wesen Befreiung zu erreichen, um auch ihnen die vollkommene Erleuchtung zuteil werden zu lassen. And it's really, really strong that we really want to do this. Everybody's been my mother and so kind. All these thoughts are there. Und diese ganz starke Motivation ist wirklich sehr weit gefasst, und alle diese Dinge, dass die Lebewesen unsere Mütter gewesen sind, sind dort in dieser Motivation enthalten. What a colossal waste of time that every now and then I'm going to have to go back
to square one and be in a womb and then be a baby and then go to school again and then do all the preliminary practices all over again and do all the training all over again. And maybe when I'm 40 or 50, I'll be able to pick up where I left off last time. Also how boring. Aus der Sicht dieser Motivation ist es also völlig unzureichend und eigentlich frustrierend, dass man wieder ganz am Anfang anfangen muss, alle Wiedergeburten ganz von vorne beginnt, die Kindheit, das Erwachsenwerden, die Ausbildung, die vorbereitenden Übungen muss man wieder praktizieren und irgendwann in den 40er oder 50er Jahren muss man vielleicht so weit da anzuknüpfen, wo man im letzten Leben aufgehört hat. And it's such a waste of time. Und das ist wirklich eine Zeitverschwendung. Very, very inefficient. Sehr ineffizient. And this is what we are renouncing. Und das ist es, was wir, dem wollen wir entsagen. And forget about, oh, I want to be with my friends and it will be so nice and all of that. I mean, that, forget it. That's not what we're focusing on here. And that is something that can, what should we say, catch us with attachment so that we don't focus on what the real thing is that we want it, that we need to get out of. Es kann also nicht darum gehen, dass wir uns einfach nur vorstellen, wir möchten im nächsten Leben wieder mit Freunden zusammen sein, mit unseren lieben Menschen. Das ist eigentlich nicht die Motivation, die bringt uns ins Abseits, weil sie mit Anhaften verbunden ist. Das ist einfach die Gefahr, die in dieser Haltung besteht. And not just that we want to be with our friends and loved ones. Und nicht nur, dass wir mit unseren Freunden und lieben Menschen sein wollen. It'll be so nice to be with my teacher again, like that, even that. Can hang us up. Auch der Wunsch, wieder mit dem geliebten Lehrer zusammenzukommen, kann uns in die Irre führen. Point is not so that I can be together with my teacher that I like so much. Der Punkt ist nicht, dass man nicht sich wünscht, mit dem Lehrer zusammen zu sein, den man sehr mag. The point is to be able to have spiritual teachers, doesn't matter who it is, and to be able to continue on the path. But it's not just to have a nice time because it feels good to be with my teacher. Also der eigentliche Punkt ist, dass man wieder mit einem Lehrer zusammentrifft im nächsten Leben, dass man wieder die Gelegenheit hat, da mal zu praktizieren. Es geht nicht darum, einfach nur eine gute Zeit mit seinem alten Lehrer zum Beispiel zu haben. But even that is not really what we want. Aber auch das ist es nicht, was wir wirklich wollen. Right, I mean, as an Arhat, we could be in a pure land studying with some Bodhisattva Buddhas. That's far better than at a Dharma center. Denn zum Beispiel als Arhat können wir in einem Buddha-Land mit einem Sambhogakaya Buddha studieren und da haben wir ganz andere Möglichkeiten als hier in so einem menschlichen Leben. Dharma center. In so einem Dharma-Zentrum. So, when we then try to imagine what it would be like to actually have renunciation in our daily life. Also vorstellen wollen, was es wirklich bedeutet, Entsagung in unserem Alltag zu haben. We're not talking about giving up ice cream or sleeping less hours at night or this sort of thing. Dann geht es nicht darum, Eiscreme oder sowas aufzugeben oder weniger nachts zu schlafen. But to really think, you know, what I want in the future. Sondern man soll daran denken, was will ich eigentlich wirklich in der Zukunft erreichen? And what is giving me the energy to practice as hard and as much as I can now? Und was gibt mir die Energie, so hart und so nachhaltig zu praktizieren in diesem Augenblick? I want to make as much progress as I can now. Ich möchte so viel Fortschritt erreichen, so viel Fortschritt machen jetzt, so gut wie es geht. So that next lifetime, if I get a precious human rebirth, maybe it'll take a little bit less time to get back to where I am. Now, toward the end of my life. Damit ich in ein kostbares menschliches Leben wieder erlangen kann, in dem es vielleicht ein bisschen schneller geht, an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt gerade bin. And with that, work really hard on getting rid of our attachment, our anger, these sort of things. That's where that comes in. Right. Und mit dieser Motivation dann wirklich an unseren Störgefühlen, an unseren negativen Einstellungen zu arbeiten. Das ist dann die wirklich richtige Einstellung. So, in our prayers. In unseren Wunschgebeten. Okay, pray for precious human rebirth. Es ist natürlich gut, wenn wir für eine kostbare Menschengeburt beten. But in addition, pray for liberation. Aber dazu sollte man auch um die Befreiung beten.
and not just precious human rebirth so that I can continue to be with my friends and loved ones. Und nicht nur um eine kostbare Wiedergeburt, damit man wieder mit seinen Freunden und geliebten Menschen zusammen sein kann. Right? Because that usually, for most of us, is what we think of when we think of wanting to have a wonderful next rebirth, isn't it? Denn we're honest with ourselves. Denn wenn wir ehrlich mit uns sind, dann ist das eigentlich dieser Wunsch, wieder mit den geliebten Menschen zusammen sein, doch der eigentliche Wunsch, eine menschliche Wiedergeburt anzustreben. And all we're doing is perpetuating more and more and more of samsara because of that attachment. Mit so einer Anhaftung, das Einzige, was wir damit erreichen, ist, dass wir den Kreislauf der Wiedergeburten immer wieder anheizen und weitertreiben. You see the contradiction here. Da ist ein Widerspruch, wie man sieht. I want to be with my friends and loved ones in order to work on overcoming my attachment. See, it's contradictory, isn't it? Man könnte sagen, ich wünsche mir, mit meinen Freunden und geliebten Menschen wieder zusammen zu sein, damit ich dann die Möglichkeit habe, an meiner Anhaftung zu arbeiten. Yeah. Da ist irgendwie ein Widerspruch. I want to have the most wonderful circumstances so that I can work on overcoming my attachment to wonderful circumstances. That's strange, isn't it? Also ich möchte die besten möglichen Umstände erreichen, um dann darauf hinzuarbeiten, mein Anhaften an die besten möglichen Umstände zu beseitigen. So, as I say, we have to be rather strong with ourselves to really try to focus on what it is that we would like to achieve, that we need to achieve. Also hier müssen wir wirklich sehr strikt mit uns sein, wenn wir darüber nachdenken, was wir erreichen wollen und was wir erreichen müssen. So, one aspect of renunciation then is to overcome this third type of suffering, uncontrollably recurring rebirth. Also der ein Aspekt von Entsagung ist also die dritte Form von Leid zu überwinden, nämlich das immer wiederkehrende Samsara. And then the causes for it. So now we get into the disturbing emotions, etc. Und dann natürlich auch die Ursachen dafür zu beseitigen, und da kommen wir in die Diskussion der störenden Gefühle und der negativen Emotionen. So this is what I was trying to emphasize. We don't just want to give up the causes. The disturbing emotions are the causes. That's the second noble truth. We want to give up the first noble truth and the second noble truth, the result of the causes, which is the suffering. Ja, also wir wollen nicht nur die Ursachen beseitigen, sondern eben auch die daraus entstehenden Leiden, die erste edle Wahrheit. Also eigentlich wollen wir beides erreichen. Wir wollen die Ursachen für das Leid beseitigen und damit dann auch das Leid selbst. Remember, Buddha taught first noble truth first. Second noble truth, second. That's why they're in this order. Denn der Buddha hat auch gelehrt, die erste edle Wahrheit zuerst, das Leid steht am Anfang, und die Ursachen sind erst die zweite edle Wahrheit. So, want to renounce the suffering, first noble truth, so rebirth. Erst müssen wir also entsagen, dem Leid wiedergeboren zu werden. And then the cause. Und dann der Ursache für diese. The uncontrollably recurring rebirth. Die Ursachen, wir müssen die Ursachen für unkontrolliert wiederkehrende Wiedergeburt beseitigen. And to identify correctly what we mean by the first noble truth, it's not just suffering of suffering and suffering of change. It's the all-pervasive suffering as well. Und deshalb müssen wir den ersten Schritt, die Wahrheit des Leides, genau verstehen. Das ist nämlich nicht nur das Leid des Leideswandels, sondern eben auch das alles durchdringende Leid des Wiedergeborenwerdens. Right. Because as His Holiness always points out, there are many other religions and philosophies that aim to get rid of suffering and the suffering of change. Denn wie seine Heiligkeit der Dalai Lama immer wieder betont, es gibt ganz viele Weltreligionen, die diesen Ansatz haben, das Leid des Leides und das Leid des Wandels zu beseitigen. Be born in heaven, in paradise, and overcome worldly pleasures, worldly happiness. Other religions teach that. That's not the special feature of Buddhism. Also im Himmel oder im Paradies wiedergeboren zu werden oder das Leid zu beseitigen, das gibt es auch in anderen Weltreligionen, das ist nicht typisch buddhistisch. Okay, now, causes, second noble truth. So, die zweite edle Wahrheit, die Ursachen. What do we want to stop in order to stop rebirth? Was soll aufhören, um die Wiedergeburten zu beenden? Which indicates to us what we actually need to deal with if we have renunciation. Diese Frage führt uns dahin, womit wir uns eigentlich auseinandersetzen müssen, wenn wir Entsagung gewonnen haben. How do we lead our lives in terms of this attitude of renunciation? Wie führen wir ein Leben in der Haltung der Entsagung? So, the answer to this we find in the teachings of the 12 links of dependent arising.
Und die Antwort hierzu finden wir in den Lehren über die 12 Glieder des abhängigen Entstehens. That describes the mechanism of rebirth, of samsara. Das die Mechanik des Wiedergeborens und des Samsara beschreibt. And it's a very complex system. Das ist ein sehr komplexes System. And this isn't really the place or the time to go into a discussion of the 12 links. Und das ist vielleicht nicht der Ort und auch nicht die Zeit, um die 12 Glieder genau zu erläutern. But in short, we'll just focus on the relevant points here. Aber vielleicht in aller Kürze, wenn wir uns auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. From our unawareness of reality, of how things exist, we build up, we act in destructive ways or constructive ways mixed with confusion. Also von dem grundlegenden Unwissenheit oder Nichtwissen aus handeln wir in negativer Art und Weise oder wir handeln positiv mit etwas negativen Anteilen, mit Verwirrung. And this builds up karmic tendencies. Und dieses entwickelt karmische Tendenzen oder Neigungen. And these are imputed on the mental continuum. Und diese werden bezogen auf das geistige Kontinuum. And they get activated. Und sie werden aktiviert. And they produce, get activated at the time of death, they produce the throwing karma to go into future lives. Und wenn sie zur Zeit des Todes aktiviert werden, dann produzieren sie das sogenannte werfende Karma, das uns um das die nächste Wiedergeburt wirft. And even in daily life, these get activated to produce our ordinary up and down, suffering of unhappiness, suffering of ordinary happiness. Auch in unserem ganz gewöhnlichen Leben werden sie aktiviert und produzieren dann unser Auf und Ab des Erlebens, das wir im Leben haben. Okay, so, how do we stop rebirth in short? Also wie beenden wir Wiedergeburt in aller Kürze? What we need to do is to stop activating these karmic tendencies. Was wir erreichen müssen, ist aufhören, diese karmischen Tendenzen zu aktivieren. If it is impossible to activate a karmic tendency, wenn es unmöglich geworden ist, eine karmische Tendenz zu aktivieren, then we no longer have those tendencies. Dann kann man nicht mehr davon sprechen, dass es diese Tendenzen noch gibt. Right? A tendency can only be imputed if there are past instances. Eine solche Tendenz kann man nur dann annehmen, wenn es vorangegangene Momente gibt. And there are possibility, there's the possibility for future instances of something. Und dass es künftige Ereignisse gibt, die dieser Tendenz entsprechen. If it's no longer possible to have future instances of something. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, dass es künftige Ereignisse dieser Art geben kann, you can no longer say that there is a tendency present. Dann kann man nicht mehr von einer aktuellen Tendenz sprechen. Okay. Tendency is only imputed in terms of something previous and something possible that's not yet happened. Eine Tendenz kann also nur angenommen werden auf der Grundlage von etwas, das schon geschehen ist und dem Potenzial, dass es wieder geschehen kann. So, if it's impossible to activate the tendency so that there is future recurrence, tendency is gone. Also wenn es dann abgeschnitten ist, die Möglichkeit, dass eine Tendenz aktiviert wird, also sie in der Zukunft nicht mehr entstehen kann, dann ist auch die Tendenz aufgehoben. So, that's difficult to understand. Let's try to use an example. Weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist zu verstehen, können wir ein Beispiel. This table. Zum Beispiel dieser Tisch. I'll just use a mechanical example. This table. There's the possibility for this table to hold a glass of water on it. Dieser Tisch hat die Fähigkeit oder die Eigenschaft, ein Glas Wasser halten zu können. Right, in the past it's had glasses of water on it. In der Vergangenheit hat es Gläser mit Wasser getragen. And there's still the possibility for it to hold a glass of water. Und da ist immer noch diese Möglichkeit, ein Glas Wasser zu tragen. Now, if this table gets burned and turns to ashes. Also wenn dieser Tisch zerstört wird, zum Beispiel durch Feuer und zu Asche wird, there's no longer a possibility for the table to have a glass of water on it, is there? Dann gibt es diese Möglichkeit, dass der Tisch nochmal ein Glas Wasser tragen kann, nicht mehr. So that possibility or that tendency is gone. So ist diese Möglichkeit, diese Tendenz verschwunden. That's what we're talking about. A very simple example. Das ist ein einfaches Beispiel für das, worüber wir gerade sprechen. Okay, so what we want to do is to get rid of what activates karmic tendencies. Also worüber wir sprechen wollen ist, was brauchen wir, um
We have to get rid of what activates karmic tendencies. Wir müssen also das beseitigen, was karmische Tendenzen aktiviert. And this we find described very nicely in the 12 links. Das finden wir sehr schön beschrieben in diesen 12 Gliedern des abhängigen Entstehens. Two things that activate the karmic tendencies. Das sind zwei Dinge, die karmische Tendenzen aktivieren. Of course, each of them have many, many parts, as we find in the Buddhist teachings. Natürlich haben diese wieder eigene Unterteilungen, aber die sind genau beschrieben in den buddhistischen Lehren. First one is called craving. Die erste Faktor ist Greifen. Craving. It's the word for thirst. It's the same word as thirst, being thirsty. Ja, also es ist das gleiche Wort wie durstig sein, also ein starkes Begehren entwickeln. Hm. So, craving, really thirsting after something. So what is this object here? The object here is happiness or unhappiness or a neutral feeling. Also man dürstet nach etwas, zum Beispiel nach etwas, einem glücklichen Gefühl oder nach einem unglücklichen Gefühl oder nach etwas Neutralem. And what do we thirst after? What do we crave? Und wonach dürstet man? Wonach greift man? Not to be parted from ordinary happiness that we have now. Nicht von der normalen alltäglichen Freude getrennt zu sein, die wir jetzt haben. To be parted from unhappiness that we have. Oder wir dürsten danach von dem Leid getrennt zu sein, das wir gerade spüren. Or craving just for a neutral feeling to just continue existing. Oder wir dürsten danach ein neutrales Gefühl beizubehalten, das wir gerade empfinden. There are other explanations as well. Aber es gibt auch andere Erklärungsmöglichkeiten. What's involved here? Worum geht es hier genau? What's involved here is that we have throughout our life, as we all know, sometimes we feel happy, sometimes we feel unhappy. Es ist so, dass wir alle in unserem Leben an manchen Zeiten glücklich uns fühlen und an manchen Zeiten unglücklich. And these don't have to be dramatic. They can be very low level. Das müssen keine dramatischen Emotionen sein. Das können ganz kleine Intensitäten sein. And it doesn't seem to matter what the object is that we are seeing or hearing. Und es scheint auch völlig ohne Belang zu sein, um welches Objekt es geht, das wir sehen oder hören. Or smelling or tasting. Oder riechen oder schmecken. Or what kind of physical sensation we are feeling. Oder welche, hot, cold, pleasure, pain. Welche Gefühle, also fühlbaren Sensationen wir erfahren. Like hot and cold. Zum Beispiel wie heiß und kalt. Pleasure and pain. Freude oder Glück und Schmerz. Or what we're thinking. Oder was worüber wir nachdenken. Sometimes with the exact same object we feel happy, sometimes we feel unhappy. Manchmal das gleiche Objekt produziert bei uns Freude oder unglücklich sein. And sometimes we have a neutral feeling, which is neither happy nor unhappy, for instance, when we are in deep sleep. Manchmal haben wir ein ganz neutrales Gefühl, das ist nicht glücklich und auch nicht unglücklich, zum Beispiel in einem tiefen Schlaf. Now, what happens with craving? Aber was passiert mit diesem Dürsten? I mean, we're going to be experiencing these up and downs our entire life. Happy, unhappy, neutral. Wir werden immer im ganzen Leben dieses Auf und Ab erfahren, glücklich, unglücklich, neutrale Zustände. What we're doing is we are exaggerating them. Was wir machen ist, wir übertreiben sie. We exaggerate the good qualities of happiness. Wir übertreiben die guten Qualitäten von glücklichen Zuständen. And we deny the shortcomings, and it's going to end, it's going to change, etc., the suffering of change. Wir blenden die Unzulänglichkeiten aus, zum Beispiel, dass es sich wandelt oder dass es abnehmen wird. And we have to get that happiness, we have to keep it and not lose it. Because we exaggerate it into, first we make it into some solid thing, and then we blow it up into something really fantastic. Also wir machen daraus so eine ganz klare Form für uns, etwas ganz Auffindbares, und dann blasen wir es auf in etwas ganz Übertriebenes, das für uns Bedeutung hat. And we do the same thing with unhappiness. Und das Gleiche machen wir auch mit unglücklichen Zuständen. We make it into some solid thing. Erstmal wird es ganz fest und festgefügt für uns, auffindbar. And then exaggerate the negative qualities of it. Und dann übertreiben wir die negativen Qualitäten dieses Zustands. Forget about the good qualities, like it can help us to develop compassion for others who have similar suffering. Und wir vernachlässigen die guten Qualitäten, die das haben kann, zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir anhand dieses Zustandes Mitgefühl für andere in derselben Situation entwickeln. And we have got to get rid of this horrible thing, this
unhappiness. Und wir entwickeln diese Einstellung, dass wir davon unbedingt loskommen müssen, von diesem furchtbaren Unglück. And this neutral feeling, we make it into some solid thing, and I've got to continue in it. Und stay unconscious, asleep forever. Und so ein neutrales Gefühl, das machen wir auch zu etwas Festem entwickeln dieses Gefühl, dass wir darin bleiben möchten, in so einem tiefen Schlaf und uns da wohlfühlen. Hm. And so, this indicates what we need to work on. Und dies zeigt, woran wir arbeiten müssen. Right? Because this type of craving, in terms of our feelings, of happy and unhappy, is going to activate karmic tendencies, is going to perpetuate our samsara. Und dieses Dürsten oder Greifen nach glücklichen Zuständen oder unglücklichen Zuständen, das ist es eigentlich, was unser Samsara immer wieder neu in Gang bringt. And so we want to stop perpetuating. Wir wollen aber dieses immer wieder Fortsetzen von Samsara unterbrechen. So, what does that mean? Was bedeutet das? It means don't make a big deal out of whether you feel happy or unhappy. Das bedeutet eigentlich, macht nicht so viel Aufhebens, ob ihr glücklich oder unglücklich seid. Or when you feel neutral, oder wenn be asleep. Oh, I can't wait until I fall asleep and then I don't have to think about anything. Oder auch wenn man sich neutral fühlt in einem tiefen Schlaf, dass man das Gefühl hat, jetzt möchte ich mich fallen lassen und in diesem Zustand bleiben. So I don't have to think about anything, my problems of daily life. Brauche ich mich nicht um Probleme zu kümmern oder an irgendetwas Wichtiges denken. But these feelings go up and down, and so rather than getting attached to them. Diese Gefühle gehen auf und ab und anstelle dessen, dass wir sie immer wieder greifen oder nach ihnen dürsten. I want to get rid of my making a big thing out of them. Will ich eigentlich aufgeben, dieses Aufblasen, dieses immer eine große Sache daraus machen. I mean, on a deeper level, we want to get rid of these up and down feelings. Auf einer tieferen Ebene wollen wir natürlich dieses Auf und Ab überwinden. But here's the tricky part. Aber hier ist so der kritische Punkt. Because it's very easy then to make the up and down feelings into a solid thing and then crave to be rid of them. Es ist dann sehr leicht, dieses Auf und Ab wieder in ein festes Ding zu fassen und sich dann wieder daran zu haften, das endlich loszuwerden. And so, how do we develop renunciation without it being craving to be free? This is the tricky part. Und wie entwickeln wir also Entsagung ohne Anhaften an etwas loswerden wollen? That's the very, very tricky part, very delicate. Das ist der ganz schwierige, kritische Punkt. So the answer is that we need to understand that these feelings don't exist in the solid way that our minds make them appear to exist. Die Lösung für die Frage, die wir uns gestellt haben, ist die, dass wir es erreichen müssen, die Gefühle, die wir haben, das Auf und Ab, nicht zu einem so festen Etwas zu machen. In other words, when we have craving after these feelings, wenn wir nach diesen Dingen dürsten, or craving to be free of these feelings, oder nach Dürsten von ihnen getrennt zu sein von solchen Dingen, or free of the craving towards these feelings, oder wenn wir frei sein wollen von diesem Dürsten nach diesem Dürsten, if we have the craving toward that, we're making it into a solid, these things into a solid thing. Dann machen wir diese Ereignisse in so eine ganz starre Form pressen wir sie. We're grasping for the solid existence of the feelings of happy and unhappy and of craving itself. Wir greifen nach der auffindbaren Existenz von glücklich sein, unglücklich sein oder von anhaften Dürsten an sich. I've got to get rid of it. Und wir entwickeln dieses Gefühl von, ich muss das loswerden. Well, how do you get rid of it? You get rid of it with the understanding of voidness. Wie wird man es wirklich los, indem man die Leerheit versteht? That they don't exist that way. That's an impossible way. Things don't exist as some solid entity encapsulated all by itself. Indem wir verstehen, dass die Dinge eben nicht so wahrhaft auffindbar in so einem Plastikball existieren, die wir so greifen können. Now obviously the topic of voidness is a very long, deep and profound topic, and again we don't have time to go into that. Sicher, die Belehrungen über die Leerheit sind sehr tiefgehend und sehr ausführlich und wir haben heute nicht die Zeit, uns dem zu widmen. But what is happy? What is unhappy? Aber was ist zum Beispiel glücklich sein oder unglücklich sein? We have the words happy, we have the words unhappy. Wir haben die Wörter, die sie bezeichnen. They refer to something.
sie beziehen sich auf etwas. But what I experience and call happy this moment and what I experience and call happy 5 minutes from now, quite different, aren't they? Aber was ich zum Beispiel in diesem Augenblick als glücklich oder positiv empfinde und was ich 5 Minuten später als glücklichen Zustand empfinde, das ist sehr verschieden voneinander. And what you experience is also something different. You call it happy. Und was ihr empfindet, ist verschieden. Ihr nennt es glücklich sein. Do we feel something? Yes. Fühlen wir etwas? Ja, wir fühlen etwas. So can you find it? Can you put it into one package and say, this is happy and now I feel it and now you feel it and now I feel it from moment to moment as if it were the same thing, solid? No. Aber können wir so etwas wie eine Plastikfolie darum machen und es dann, jetzt ist es mein Glück, jetzt ist es euer Glück, von verschiedenen Seiten betrachten und so in etwas ganz Festes fügen? It's not like that. So ist es eigentlich nicht. And so, rather than making these things into some monster that we have to get rid of, we dissolve it with the understanding of voidness. Und vielmehr als diese Dinge in so ein Monster zu machen, das wir fassen können, versuchen wir sie mit dem Verständnis der Leerheit aufzulösen. So, what does that mean in daily life? So, was bedeutet das im Alltag? That's why I said in very simple words, we don't make a big deal out of what we feel. Und im Alltag ist es so, wie Alex gesagt hat, es ist, wir machen nicht so ein großes Aufheben um das, was wir fühlen. Now I feel happy, now I feel unhappy. So what? Jetzt fühle ich mich glücklich, jetzt fühle ich mich unglücklich. Na und? We just continue with our practice, with our work, with if we're helping others, what we're doing to try to help others. You just continue. Doesn't matter if I feel happy or unhappy. You just do it. Wir fahren einfach vor mit dem, was wir tun. Ob wir arbeiten oder ob wir anderen helfen, ob wir praktizieren. Wir kümmern uns nicht so darum, wie wir uns gerade fühlen, sondern wir machen einfach das, was wir gerade tun. I feel unhappy now. That's no surprise. Why not? Vielleicht fühle ich mich gerade unglücklich. Das ist keine große Überraschung. Das kann passieren. I've done lots of destructive things in the past, so there it is. What do I expect? Am I going to be happy all the time? At this point in my spiritual development? Ich habe sicher sehr viele negative Dinge getan in meinen Existenzen und dass es jetzt hervorkommt, das ist nur ganz klar und ganz normal. Und habe ich etwa erwartet, dass ich immer nur glücklich sein kann und dass alles wunderbar ist? It's like when you live, as I do, I live on a busy street. There is traffic going by my window during the day. Actually, I live on a busy corner, so there's traffic on both sides. Alex zum Beispiel lebt in einer Wohnung, die von zwei Straßen an einer Straßenkreuzung liegt und immer ist viel Verkehr und es ist sehr laut. And in order to live in a situation like that, you learn to totally ignore the noise of the street. Und in so einer Situation überhaupt leben zu können, muss man lernen, diesen Lärm einfach zu ignorieren. And I must say, during the day when I'm working and focusing on my working, on my website, I don't hear the traffic noise at all. I don't pay attention to it. Und wenn ich so über den Tag arbeite, an meiner Webseite arbeite, dann bin ich so konzentriert, ich höre den Lärm draußen eigentlich überhaupt nicht mehr. And so the same thing. I'm sitting there, I'm not joyously happy, I'm not completely depressed or anything, like any human being. Sometimes I feel slightly happy, sometimes slightly unhappy. And so what? I ignore it. Sitze ich also da und bin nicht gerade unglücklich oder besonders glücklich. Es ist eigentlich wie bei jedem anderen Lebewesen auch. Es gibt so ein etwas glücklich sein oder unglücklich sein, aber man macht kein großes Aufheben, sondern man macht seine Arbeit, an der man gerade beschäftigt ist. So I think that is the key. But doing this with the aim of, I don't want to keep on activating this samsara, this rebirth thing, the basis, which is going to be for having more of this up and down and up and down. Also die Motivation könnte sein, wenn wir das machen, so ein wenig Na-und-Haltung entwickeln, dass wir aber uns darauf konzentrieren, wir wollen das eigentlich nicht mehr perpetuieren, dieses Samsara, immer wieder diese Tendenzen aktivieren, sondern wir wollen die Dinge nicht mehr aufblasen, sondern wir wollen zur Ruhe kommen. Right. By not making a big deal out of it, then we avoid attachment and repulsion. Now we get into the disturbing emotions. Attachment to the happiness, I've got to have it, and the repulsion for the unhappiness, I've got to get rid of it. Also wenn wir diese Übertreibungen aufgeben, dann geben wir auch gleichzeitig auf, dieses extreme Anhaften an Dingen oder Dinge stark abzulehnen und diese Dinge, die Tendenzen immer wieder aktivieren. So, that means also
getting rid of expectations of what we want and worries about what might happen that we don't want to happen. Das bedeutet aber auch, dass wir loswerden, Erwartungen zu haben über die Zukunft oder eben Sorgen über die Zukunft, was kommen wird. Right? We don't have expectations that we are going to be happy or worries that we're going to be unhappy. Also wir haben keine Erwartungen, dass wir glücklich sein werden, und wir haben keine Sorgen, dass wir unglücklich sein werden. And we don't get stuck in the present. I've got to keep what I have now because it's so good. Und wir bleiben nicht stecken in der Gegenwart, weil jetzt gerade alles so furchtbar bequem ist. So this is part of renunciation. Das ist also eine Art von Entsagung. Right? With the understanding that I want to stop activating all the tendencies to perpetuate this up and down, and particularly future lives that will continue to be the basis for the up and down of happy, unhappy. Eine Entsagung, die also in sich enthält, dieses Bewusstsein, dass man vermeiden will, die Tendenzen immer wieder zu aktivieren, auch mit dem Blick auf künftige Leben und welche Wirkungen es dort haben kann. Then there's a whole list of things that belong to the second thing that activates karmic tendencies. Und dann gibt es eine Liste in der Lehre über den zweiten Aspekt, der karmische Tendenzen aktiviert. So the first one was craving. Der erste Aspekt ist Dürsten oder Greifen. Which had to do with feelings, happy and unhappy. Das mit den Gefühlen zu tun hat, freudig oder nicht oder unglücklich. And the second is called literally an obtainer. It's an emotion or attitude that will obtain or get for us a future rebirth. Weiter Aspekt kann man am besten umschreiben als ein Träger, der uns eine Emotion, ein Gefühl oder eine Haltung, which will obtain for us a future rebirth, die für uns zum Träger der künftigen Wiedergeburt wird. Okay, so there's a long list of these five things. Das ist eine Liste, die es hier gibt, fünf Aspekte. So, first would be desire for some sensory object. Der erste Aspekt ist Sehnen oder Verlangen nach einem Gefühlsobjekt, ein Objekt des Wahrnehmens. Des Right? Now, mind you, I'm explaining all of these in general. Ich möchte das alles nur ganz allgemein erklären. Often or usually they're explained in terms of what happens at the time of death. But I think we can apply it in general. There are explanations like that. Normalerweise werden diese Dinge erklärt im Zusammenhang mit dem Todesmoment, aber man kann sie auch ganz allgemein erklären, wie Alex das jetzt tun wird. So, desire for sense objects, sights, sounds, smells, tastes, physical sensations. Es geht um Sehnsucht oder Sehnen nach den Sinneswahrnehmungen, also hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. And so we are attached to feeling happy. Wir haften an, craving for it to continue. Haften an diesem Gefühl, glücklich zu sein, und wir dürsten danach, dass es auch andauert. And now, within that state, we are craving for some sense object that we're experiencing, that we like so much, we feel so happy about. Und in diesem Zustand fühlen wir Sehnsucht nach einer Sinneswahrnehmung, die wir so wichtig finden und die uns so wichtig ist. Or we're unhappy and we want to get some sense object that we don't have. Oder wir fühlen uns unglücklich und wir wollen unbedingt ein Sinnesobjekt haben, das wir eben nicht haben. So again, we don't exaggerate the qualities of sense objects. Und auch hier geht es darum, die Eigenschaften von Sinnesobjekten nicht zu übertreiben. Well, make it into some big solid thing, chocolate, the most wonderful thing in the world, and I've got to have it. Also nicht übertreiben und in eine große Sache machen, wie zum Beispiel Schokolade ist das Größte in der Welt und ich muss es unbedingt haben. And so again, no big deal about any type of sense object. Also es geht wieder darum, nicht so das so aufzublasen, nicht so groß zu machen, Sinnesobjekte. You see, often we think of renunciation in terms of I have to give it up. No longer ever eat chocolate. Denn oft denken wir ja, Entsagung bedeutet, wir dürfen nie wieder Schokolade essen. Ich muss das aufgeben. But what we're talking about is giving up this craving. Aber worum es eigentlich geht, ist dieses Sehen, dieses Dürsten aufzugeben. I've got to keep it if I have it. I've got to get it if I don't have it. Dass ich es behalten muss, wenn ich es habe, oder dass ich es bekommen muss, wenn ich es nicht habe. And if I'm missing it, I want to get rid of that state of missing it and get it. Und wenn ich es eben nicht habe, will ich diesen Zustand von, das Gefühl von Nichthaben loswerden und es endlich bekommen. If you've ever had an addiction, I think this is a very good way of understanding what we're talking about. Wenn zum Beispiel jemand eine starke Sucht gehabt hat.
Right? It doesn't have to be addiction to a drug. It could be addiction to, you know, hard drug. It could be addiction to cigarettes. It could be addiction to coffee. It could be addiction to many things. Es muss keine Sucht nach einer harten Droge sein. Es kann eine Sucht nach Tabak, nach Rauchen oder nach Kaffee sein zum Beispiel. We're worried. I'm worried. Will I be able to get the next cigarette? Will I be able to get the next cup of coffee? How am I going to make it through the rest of the morning if I don't have my coffee? Ja, man ist so besorgt und man macht sich Sorgen darum, wo kriege ich meine nächste Zigarette her oder meinen nächsten Kaffee und wie komme ich durch den Vormittag? Right, and then we're expecting it. Like, great expectations. We're looking forward. Oh, I'm going to wake up after this cup of coffee and be able to get back to my work and be efficient. Dann hat man große Erwartungen an das, was da kommen wird. Wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann werde ich endlich wieder aktiv und dann kann ich meine Arbeit erfolgreich beenden. This is exactly what we're talking about here. Und das ist es, worum es genau geht. Right? This is part of what is going to perpetuate our samsaric rebirths. Das ist die Art und Weise, wie sich unser immer wiedergeboren werden eigentlich verlängert und we get stuck in all these things around us that we could experience that are like glue almost. Wir sind wie festgefahren in den Dingen um uns herum, die wir erfahren können, und wir sind ein bisschen wie ein Klebstoff für uns. Right, we think that this is going to bring us happiness. Wir sind der Überzeugung, das kann uns glücklich machen. And of course, what does it bring us? It brings us ordinary happiness, suffering of change. Und was es uns dann eigentlich bringt, ist natürlich dieses Leid des Wandels, das sich eben verändert. And that's not the aim. Und das ist eigentlich nicht das Ziel. Now, mind you, ordinary happiness is certainly a more conducive state to experience in terms of spiritual progress than unhappiness. Selbstverständlich ist es ein positiver Zustand, wenn man sich glücklich fühlt. Das ist immer noch besser, als wenn man sich unglücklich fühlt auf dem Weg zu einem. Right, it's a more conducive state for being able to practice, provided that it's not to the extreme, like is described in the God realms. Also es ist immer ein guter Umstand für die Praxis, wenn man sich gut fühlt. Es sei denn, es wird so übertrieben wie in den Götterbereichen, wo es einfach zu gut ist. In other words, the extremes of extreme unhappiness, suffering like in the hell realms, or extreme happiness like in the God realms, those are not conducive at all for practice. Somewhere in the middle is a human being, if as a human being, precious human rebirth, we get a little bit up and down, we can benefit from practice in that state much better, actually. Wenn diese Gefühle so übertrieben sind, wie im Höllenbereich ein riesiges Leiden oder im Götterbereich das Glück ist einfach übertrieben groß, da können die Wesen nicht profitieren. Das ist nichts, was ein positiver Umstand ist, aber in der Existenz als Mensch, in einer kostbaren menschlichen Wiedergeburt, kann dieses Auf und Ab der Gefühle für uns ein ganz guter Umstand sein. In other words, a little bit of unhappy helps you develop compassion. A little bit of happy, well, that's in fact that I can be more interested in actually working on myself. If you're too happy, then you don't want to work, do anything. Also in diesem Auf und Ab in der menschlichen Existenz kann zum Beispiel so ein etwas unglückliches Gefühl sehr positiv wirken, dass wir Mitgefühl entwickeln können. Oder ein glücklicherer Zustand ist einfach positiv, um einfach mehr Enthusiasmus zu haben. So, in any case, same thing with sense objects. If we have them and they're useful, fine. If we don't have them, we don't worry about it. Das Gleiche mit Sinnesobjekten. Wenn wir sie haben, ist es gut. Wenn wir sie nicht haben, sollte man sich nicht zu viele Sorgen machen. If we need something, make effort to get it without making a big deal out of it. Wenn wir etwas brauchen, dann sollten wir die Anstrengungen unternehmen, das zu bekommen, aber ohne daraus eine große Sache zu machen. I think that in the simplest level is the key here. Don't make a big deal out of anything. Das ist vielleicht auf der einfachst gesprochenen Ebene die Essenz, einfach nicht zu viel aus den Dingen machen, es nicht übertreiben. Which is a very relaxed state of mind, actually. Ein sehr entspannter Geisteszustand. Yeah, we want to try to minimize and eventually stop activating all this karma. Wir versuchen, diese Tendenzen, die Umstände zu minimieren, die diese Tendenzen aktivieren. And use our time to try to build up more and more positive potentials. Und die Zeit nutzen, um immer mehr und mehr positive Tendenzen zu entwickeln. Then the rest in this list have to do with different types of attitudes.
Und die restlichen Punkte in dieser Liste haben zu tun mit verschiedenen Haltungen. I'll go through them fairly quickly, since we don't have so much time. Ich werde sie kurz darstellen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. This has to do a lot with our attitude toward future lives. Das hat sehr viel damit zu tun mit unserer Haltung im Hinblick auf künftige Leben, auf Wiedergeburt. First, distorted outlook. Der erste Punkt ist eine gestellte Haltung, eine gestellte Sicht. A distorted outlook. So we think in terms of future lives, like our hard drive gets completely wiped on our internal computer and we start all over again. In other words, no cause and effect. Also eine gestellte Sicht wäre zum Beispiel, wenn wir glauben, dass Wiedergeburt uns mit einer vollkommen gelöschten Festplatte konfrontiert und es gibt keine Ursache und Wirkung in dieser Betrachtung. Or it could be a complete denial of rebirth. Oder das komplette Verneinen, dass Wiedergeburt überhaupt stattfindet. Or no safe and sound direction, no Buddha, Dharma and Sangha that can indicate the direction we want to go in toward liberation. Oder dass es keine Ausrichtung gibt, keine Zufluchten, Buddha, Dharma und Sangha. Okay. So if we don't take cause and effect and don't take rebirth seriously, then we're going to do a lot of things that are going to pretty much ensure that we continue taking rebirth, won't we? Also wenn wir Wiedergeburt und wiedergeboren werden nicht wirklich ernst nehmen, dann kann das einen Umstand sein. Effect. Ursache und Wirkung nicht wirklich ernst nehmen, dann kann das ein Umstand sein, der gerade dazu führt, dass wir sehr viele Wiedergeburten erleben müssen. So, as we are working Dharma practice, not making a big deal out of what we feel or out of any objects. Also wenn wir Dharma-Praxis machen und nicht zu viel Aufhebens machen um die Gefühle und um die Objekte, die wir erfahren, then we have to think also in terms of there is rebirth, I've got to get out of it and cause and effect will happen. Dann ist es wichtig eben auch daran zu denken, so es gibt sowas wie Wiedergeburt, es wird passieren und Ursache und Wirkung sind die Umstände, die dazu führen. And there is a way out. Und es gibt einen Weg aus Wiedergeburt heraus. Right, indicated by Buddha, Dharma and Sangha. We don't have time to go into great detail about what that really means. That's very profound actually. Und dass es diesen Ausweg gibt, das ist eben eine Eigenschaft, dass es Buddha, Dharma und Sangha gibt und wir wollen nicht genau in diese Zusammenhänge einsteigen, weil es nicht so viel Zeit gibt. And the next one is called an extreme outlook. Und der nächste Punkt ist, wird bezeichnet als eine extreme Sicht. Which is the feeling that our bodies are going to last forever and we won't die. Zum Beispiel die Ansicht, dass dieser Körper ewig dauert und wir werden gar nicht sterben. Or we think that there's no continuity after we die and there's going to be a big nothing. Oder wir haben die Auffassung, dass es gar keine Kontinuität gibt und dass es nach unserem Tod nur ein großes Nichts gibt. Right, and actually, usually we have a lot of fear about the big nothing. Und dann haben wir natürlich große Angst vor so einem großen Nichts. But again, we need to avoid that. When you think about that, again, that just activates, you know, through our confusion, it activates karma. Aber eben müssen wir uns wieder daran erinnern, diese Art von durch diese Verwirrung wird Karma wieder aktiviert. But rather, we think that we will die, and rebirth will follow. Deswegen sollten wir uns daran erinnern, wir werden sterben und Wiedergeburt wird passieren. See what the point I'm making here. Der Punkt, den ich hier machen möchte, is that we need to face this whole issue of rebirth, take it seriously, analyze it, and work to get rid of it. Wir müssen eben diesen Punkt Wiedergeburt ganz ernst nehmen, uns ihm widmen und darauf hinarbeiten, ihn zu überwinden. Rather than just denying that it exists and wanting to escape it by thinking, well, I'll live forever. Und nicht es einfach verneinen oder es vermeiden wollen, indem wir glauben, wir leben ewig. So, while we're not making a big deal out of things, yes, I take rebirth seriously. Yes, I want to get out of it. Yes, cause and effect is going to be the key here in terms of karma. And yes, I don't want to activate karma. Also man muss dann so eine Argumentation entwickeln, ja, natürlich will ich diese Dinge nicht weiter übertreiben. Ja, ich bin mir sicher, es gibt so etwas wie Wiedergeburt, ich werde wiedergeboren werden. Es gibt Ursache und Wirkung und natürlich will ich die Tendenzen und das Karma nicht immer weiter fortsetzen und fortführen. Next one is a deluded outlook as supreme. Und der nächste Punkt ist ein irre Ansicht to be supreme. As supreme, considering it supreme. The deluded outlook.
also ein verwirrter Sicht. Considering a deluded outlook as the supreme outlook. Okay. Eine verwirrte Sichtweise als die höchste Sichtweise, für die höchste Sichtweise halten. This has to do with what's called incorrect consideration. Das hat mit dem Phänomen zu tun, etwas nicht korrekt wahrzunehmen. Right. So this is regarding our body, for example, as clean and the source of true happiness. Zum Beispiel unseren Körper als rein wahrnehmen und als eine Quelle echten Glücks. Or regarding our body as dirty and a true source of pain, like when we have cancer. Oder wenn wir unseren Körper als rein schmutzig wahrnehmen oder als eine absolute Quelle von Leid, wenn wir zum Beispiel Krebs haben. Or so this also is going to keep us attached to rebirth, because we overestimate the type of body that we could have. Diese Haltung wird dazu führen, dass Wiedergeburten immer fortgesetzt werden, weil es dazu führt, dass wir die Art von Körper, die wir haben, übertreiben. We think the body is so wonderful, or we think the body is so horrible. Wir denken, der Körper ist so wunderbar oder er ist so furchtbar. But again, don't make any big deal out of the body. Aber auch hier gilt, man soll aus dem Körper nicht so eine ganz große Sache machen. Right? More of a neutral feeling, so no attachment. Mehr so ein neutrales Gefühl, keine große Anhaftung. But make the best use of it. Aber es eben zum besten Nutzen einsetzen, diesen Körper. And then the next one is a deluded morality or conduct as supreme. So considering a deluded type of morality or conduct as the supreme type of morality or conduct. Und der nächste Punkt ist eine verwirrte Ansicht über Moral oder Verhaltensweisen als die höchste Moral oder Verhaltensweise ansehen. So, morality is giving up something. Moral zum Beispiel könnte bedeuten, etwas aufgeben. That's what it means. Das bedeutet, etwas aufgeben. And so, for instance, ridding ourselves of some trivial manner of behavior, such as a bad diet, as we're going to get rid of our bad diet and our bad physical habits in order to be able to live forever. Könnten wir zum Beispiel die Haltung entwickeln, dass wenn wir eine Kleinigkeit verändern, wie zum Beispiel unsere ungesunde Diät verändern, dann werden wir als Resultat ein gesundes, ewiges Leben haben. Well, that's the whole point. We think that some trivial type of thing compared to what's involved with gaining liberation is going to save us. Das ist so mit dieser Haltung, dass wir etwas nur ganz Kleines tun, aber glauben, dass es uns von allem möglichen Leid befreien wird. If I eat properly and morality is giving up, so if I give up bad eating habits and I give up not doing exercise and things like that, then I will live forever. This is the highest thing. This is the supreme thing to do. This is just going to perpetuate our attachment to rebirth, to bodies, to this type of eating. Moral, dass wir etwas aufgeben müssen, etwas Kleines, wie zum Beispiel eine schlechte Diät oder keinen Sport treiben. Und dann die Konsequenz daraus wäre etwas so Wunderbares wie ein gesundes, langes, ewiges Leben haben. Das würde einfach dazu führen, dass wir wieder an Körpern haften bleiben und dass wir nicht wirklich uns davon lösen können. And deluded conduct refers to doing something rather than giving up something, it means doing something, like I'm going to only eat organic food. I'm going to be a vegetarian. This is going to make me holy and I will live forever. This is silly. Der andere Aspekt, ein irriges Tun, könnte zum Beispiel sein, dass wir uns entschließen, nur organische Lebensmittel zu uns zu nehmen oder Vegetarier zu werden und daraus den Schluss ziehen, dass wir dann eine besonders heilige Person sind oder immer ein glückliches Leben haben. It doesn't mean that we... It's inappropriate to eat organic food or to be vegetarian. That's fine. But don't make a big deal out of it. Again. Das bedeutet nicht, dass es falsch wäre, organische Lebensmittel zu essen oder Vegetarier zu werden. Man soll nur nicht übertreiben und man soll nicht so eine große Sache daraus machen. Right? We don't want to be attached to just supporting a samsaric life. That's the point. Gehen, nur dieses samsarische Dasein zu unterstützen oder an ihm zu haften. And then the last one in this list is asserting our identities. Und der letzte Punkt in dieser Liste? Asserting our identity. Unsere eigene Identität bestätigen. Right, which is referring to a deluded outlook toward our aggregates. Das bezieht sich auf eine verblendete Einstellung zu unseren Aggregaten, aus denen wir bestehen. This is what's the deepest, which is grasping for a solid me. Das ist die tiefste Verständnis, zum Beispiel das Greifen nach einem wahrhaft auffindbaren Selbst. And identify that supposedly solid me as the possessor
of these aggregates, of this body and mind. Und dieses auffindbare Ich ist der Besitzer von diesen Aggregaten. The controller of them. Der sie kontrolliert. And the inhabitor that lives inside them. Und der Bewohner, der darin lebt. And these aggregates, this body and mind, are mine. Und dieser Körper und diese Aggregate sind meine. So again, if we think in terms of the solid me, make a big deal out of me, big deal out of my feelings, big deal out of objects, big deal out of my body, we're going to be stuck in rebirth. Und dies bedeutet, wenn man so eine große Sache aus dem Ich macht, aus meinen Gefühlen, aus meinem Körper, aus meinem Besitz, dann wird man auch festgehalten an diesem Körper und man wird nicht sich lösen. We'll be stuck in rebirth. Und man wird natürlich festhängen bleiben in Wiedergeboren werden. We're going to activate karmic tendencies. Es wird wieder karmische Tendenzen auslösen. And that is going to produce not only rebirths, but it will also ripen into our ordinary unhappiness and ordinary happiness. Und es wird nicht nur Wiedergeburten zur Folge haben, sondern auch wieder reifen in unser Erfahren von gewöhnlichem Glück und gewöhnlichem Leid. So, renunciation, we have the suffering that we want to get rid of, which is rebirth basically, causes for it, which are all the things that will activate karma, that produce rebirth. Also wenn wir nochmal Entsagung zusammenfassen, zunächst einmal das Leid, das wir erfahren, das die Wiedergeburt eigentlich beinhaltet. Und die Ursachen für dieses Leid, das ist Karma. Activating the karma. Und das Aktivieren dieser Tendenzen, die wir in uns haben. So what is the result? Und was ist das Resultat davon? What would happen if we became a liberated Arhat? Then what? Was würde also passieren, wenn wir ein befreiter Arhat werden? Right, this is very important. Also wenn dieser Zustand erreicht ist, das ist sehr wichtig. Right, to know if we're aiming for liberation, what am I aiming for? Denn wenn wir nach Erleuchtung streben, müssen wir uns fragen, wonach streben wir eigentlich? What's going to happen to me after that? Was passiert mit mir? Why would I want that? Otherwise we think of liberation as, again, this view that, well, you just go out like a candle. It's not like that. Also es ist eine wichtige Frage, weil sonst haben wir vielleicht die Vorstellung, dass befreit zu sein bedeutet, auszugehen wie die Kerze, wie es manchmal beschrieben wird. What happens is that in the rest of the lifetime in which we gain liberation. Was wirklich passiert ist in dem Rest des Lebens, in dem wir die Befreiung erreichen. Our body is a type of physical phenomenon still made of the gross elements. Bleibt unser Körper natürlich ein körperliches Phänomen aus den Elementen bestehend. And it can be seen or can be known by visual consciousness or mental consciousness, even by ordinary beings. Und es kann wahrgenommen werden mit dem Augebewusstsein oder auch mit dem geistigen Bewusstsein von lebenden Wesen. And although it is still subject to getting sick, und es ist immer noch unterworfen, krank zu werden, and old age and death, und der Körper kann alt werden und natürlich sterben, we don't experience any of the three types of suffering. Und trotzdem erfahren wir nicht diese drei Formen von Leid. So, we don't have unhappiness, we don't have ordinary happiness, and we don't have rebirth. Also haben wir kein Leid des Leides, kein Leid des Wandels und kein wiedergeboren werden, das alles durchdringende Leid. Depending on what level of meditation, absorption we engage in. Und abhängig von der Ebene der Meditation, auf der wir uns befinden, we would have a more stable level of either happiness or a neutral feeling. Wenn wir einen stabilen Zustand von einer gewissen Level Glück haben oder von einem neutralen Gefühl. Then in subsequent lives after that, und in folgenden Leben nach diesem, our body is still a physical phenomenon. Ist unser Körper auch immer noch ein physisches Phänomen. But it's made up of subtle elements. Aber er besteht aus ganz subtilen Elementen. Not the subtlest wind, like the Nirmanakaya and Sambhogakaya of a Buddha, that can manifest in countless forms. It's not that. Nicht diese ganz subtile Energie, die den Nirmanakaya und Sambhogakaya des Buddhas ausmachen. Nicht wie diese Form, which can manifest in countless forms, die in ganz vielen millionenfachen Formen erscheinen können, but made of subtle elements. Aber es sind subtilere Elemente als die körperlichen. And it's called a form of physical phenomenon having the functional nature of mind. Eine Form von physischen Elementen, die funktionalen Elemente von Geist haben.
right? Or short, it's called a mental body. Ein sogenannter mentaler Körper, ein geistiger Körper. But that doesn't mean that it's a way of being aware of something. It's a physical phenomenon. Das ist aber keine Art, etwas wahrzunehmen, sondern es ist ein physisches Phänomen immer noch. But the name means that how it functions to produce a cognition of them. Aber dieser Name bedeutet, wie es funktioniert, dass eine Wahrnehmung hat. Is similar to an object known only by mental consciousness. Ist ähnlich wie ein Body. The body, ja, functions to produce a cognition of it, of the body, ja, similar to an object that's knowable only by mental consciousness, like dream bodies. Dream body can only be known by mental consciousness. So this type of body functions like that. That's so, why it's called by this name. Also ich habe es so verstanden, es ist ein Traumkörper, und so kann man das übersetzen. Es gibt auch in einigen Erklärungen diesen Begriff, der also davon gekennzeichnet ist, dass er so sich selbst so wahrnimmt wie ein geistiges Phänomen. No, this word function is there. How does it work that you know this object? You know a body of an Arhat in its subsequent lives? Wie nimmt man so einen Körper des Arhats wahr in einem der künftigen Leben? Body is made of subtle elements. Dieser Körper ist von einem ganz subtilen Elementen. Similar to a dream body. Und vergleichbar einem Traumkörper. How would you know it? Und wie würde ihr so etwas wahrnehmen? Ordinary beings can't see it. Ganz gewöhnliche Wesen können ihn nicht sehen. They can only know it mentally. Sie können ihn nur geistig wahrnehmen. So it functions like a dream body. Also es hat die Funktion eines Traumkörpers. Which can only be known by mental consciousness, not by visual consciousness. Also nur von einer mentalen, von einem mentalen Bewusstsein wahrgenommen werden kann und nicht von einem physischen. That's why it's called a mental body. So don't think that it is some type of mind. It isn't. Deswegen wird es ein mentaler Körper genannt, und es ist keine Form des Geistes. But Arhats themselves can see their body and body of other Arhats. Also ein Arhat kann seinen eigenen Körper dieser Art sehen und auch die Körper der anderen Arhats. Okay. Now, if as an Arhat, we're now an Arhat, I'm a liberated being. Now what? So, although it is possible for Arhats to develop bodhicitta, maybe I don't. Also wenn wir jetzt ein Arhat sind, ein befreites Wesen, dann stellt sich die Frage, was nun? Es gibt die Möglichkeit, dass Arhats Bodhicitta entwickeln, aber sie müssen es nicht. Right, so what do I do as an Arhat? Was macht man, wenn man ein Arhat geworden ist? So we are in a pure land. Wir sind in einem reinen Land. Right, with this type of pure body. Mit dieser Form von einem reinen Körper. Which changes from moment to moment, but it's going to go on forever. Der sich immer von Moment zu Moment verändert, der aber ewig so fortbesteht. Not going to get old, it's not going to degenerate, not get sick, not die. Der nicht alt wird oder verfällt und auch nicht stirbt. And we will do various meditations. Wir werden Meditationen durchführen. Sometimes we'll be totally absorbed on voidness. Manchmal werden wir über Leerheit tiefsinnig meditieren. Sometimes we will be absorbed on other things. Manchmal über andere Phänomene. While we're absorbed on voidness, our mind doesn't make an appearance of true existence. Wenn wir in der Leerheit verweilen, dann wird unser Geist immer noch Erscheinungen von auffindbarer Existenz haben. And while we're focused on other things or not meditating, then our mind still makes appearances of true existence. So when we are in when we are meditating on something else, and when we are in what is meditation, no, or not meditating, and when we are in what is meditation, we don't have the appearance of true existence. My mind doesn't make the appearance. Okay. All other times our mind does. Because I did have it wrong, I'm sorry. Also ich muss berichtigen, als Art, wenn man in der tiefen Meditation über die Leerheit ist, hat man natürlich keine Erscheinungen von auffindbaren Phänomenen, aber wenn man über andere Dinge meditiert, dann hat man immer noch diese Erscheinungen von wahrhaft auffindbarer Existenz. Sorry. But we can develop bodhicitta. Aber wir können als Arhat auch Bodhicitta entwickeln. Either before we attain liberation or after. Entweder bevor wir Befreiung erlangen oder auch danach. So either at that stage we can stay in a pure land. Also wir können auf dieser Stufe in diesem reinen Land verweilen. And study Mahayana with a Sambhogakaya Buddha. Und die Mahayana
Praxis mit einem Sambhogakarya Buddha studieren. Receive the teachings. Also man kann die Lehren erhalten und studieren. And then do the meditations, the practice, stay in a pure land and achieve enlightenment. Die Meditation durchführen und praktizieren und in diesem reinen Land bleiben. Or we can manifest as humans or as anything else, usually as humans. Oder wir können als gewöhnliche menschliche Wesen erscheinen. And like Bodhisattva, work to help others. Und wie ein Bodhisattva für das Wohl anderer arbeiten. Now, in that case, we still have mental bodies. Und in diesem Fall auch haben wir immer noch diese mentalen Körper, that don't degenerate. Die nicht verfallen. So they change from moment to moment. Die sich zwar von Moment zu Moment verändern. But our actual mental body doesn't get old or get sick or die. Aber dieser mentale Körper wird nicht krank oder alt oder stirbt. But it has a basis for imputation. This is an important point. Not so easy. Das ist the last point. Es hat eine Basis für eine Bezugnahme, ein Bezug. What? A basis for imputation? Also, this is a difficult point. Okay, es ist ein sehr schwieriger Punkt. Wir wollen erklären. We have the gross elements of an ordinary body coming from a mother and father. Und die groben Elemente eines normalen Körpers, der von den Eltern herstammt. This is the exact same mechanism as with the Buddha. Das ist der gleiche Mechanismus wie with the Nirmanakaya Buddha. Mit einem Nirmanakaya Buddha. The gross elements of coming from the parents. Die groben Elemente, die von den Eltern kommen. This is a basis for imputation of the mental body of an arhat. Diese sind die Basis für das Aufsetzen eines mentalen Körpers des Ahat, also für das Bezugnehmen. Es ist die Basis für dieses Imputation. I don't know the term. Mental labeling. Die Benennung für diesen mentalen Körper des Ahats ist diese Grundlage für diese Benennung ist der grobe Körper, der von den Eltern stammt. Basis for imputation. Basis for labeling it, just as the gross elements of human body would be the basis for labeling a Nirmanakaya of a Buddha. Dieser grobe Körper, der von den Eltern stammt, ist also der Gegenstand, der in Bezug genommen wird, um den Körper den mentalen Körper des Arztes zu benennen. Auch den Nirmanakaya eines Buddhas, der wird auch auf diesen groben Körper bezogen. Okay, you have a dream body, right? Man hat diesen mentalen Traumkörper. Okay, so what do we label a dream body on? Woher leiten wir den ab? Worauf beziehen wir so einen Traumkörper? Oh, we have a Nirmanakaya of a Buddha. Oder wir haben den Nirmanakana eines voll erleuchteten Buddha. Right. Case of a Buddha, it's the subtlest wind. Beim Buddha ist es der subtile Wind. Case of an Arhat, it's the subtle elements. Beim Arhat sind es die subtilen Elemente des Traumkörpers. Don't think in terms of either of those being a solid entity that then goes like an Atman and sits inside a body and possesses it and controls it. That's completely false. Und keine von beiden ist dann so ein festgefügtes Etwas wie ein Atman im Indischen, das dann in diesem Körper vorhanden ist und ihn that goes inside it and sits in it. Das in diesen Körper eindringt und in ihm sitzt und es besitzt and controls it und diesen Körper kontrolliert and uses it und ihn benutzt and lives inside it und in diesem Körper lebt and then goes out when it's finished und dann wieder aus dem Körper austritt, wenn der Körper stirbt. Not das ist nicht die Art und Weise, wie es funktioniert. The relation between the actual body of a Buddha and this physical basis is the relation between what is labeled and the basis for labeling. Die Beziehung zwischen diesem Körper des Nirmanakaya Körper des Buddhas und dem groben Körper ist or the dream body of an arhat, oder dem Traumkörper des Arhats mit diesem groben Körper ist die gleiche Beziehung wie die something which is being labeled and the basis for labeling. Das Objekt der Benennung und seine Grundlage, auf die es Bezug nimmt. And so the basis and what's labeled are changing from moment to moment. Und diese Grundlage und ihre Benennung, die sich darauf bezieht, sind auch ständig Veränderungen unterworfen. Right? Like table and its parts. That's not quite a good example. Well, dog and its parts. Or hand and fingers. Vielleicht wie ein Hund und seine Teile oder eine Hand und ihre Teile, die Finger. So, hand is changing all the time, fingers are changing all the time.
So diese Hand verändert sich die ganze Zeit und ihre Teile, die Finger verändern sich die ganze Zeit. Or weather and all the changes that are happening with the clouds and the temperature. Oder das Wetter und die vielen Veränderungen, die stattfinden mit Temperatur und Wolken. Right? Weather is changing all the time. The clouds and temperature are changing all the time. Das Wetter verändert sich ständig und die Wolkenformation, die Temperatur ändert. This is a better example. The weather is what is labeled on the changing clouds and temperature. Das Wetter ist also abgeleitet von diesem ständigen Verändern von Temperatur und Wolken. Is the weather something solid? No. Is the basis something solid? No. Ist das Wetter etwas Auffindbares? Nein. Etwas Festes? Sind die Veränderungen der Wolken und die Temperatur etwas Festes? Auch nicht. Is there always weather? Yes. Gibt es immer Wetter? Ja. But is it always the same temperature and so on? Aber temperature is always changing. Aber ist es immer dieselbe Temperatur? Nein, das ist situation is always ending. There was a storm and then it ends. Zum Beispiel ist da ein Sturm und dann hört er auf. But there's always weather. Aber es gibt natürlich immer Wetter. Yeah, same type of relationship or similar type of relationship. Eine ähnliche Beziehung haben wir auch in unserem Beispiel. The dream body. Der Traumkörper des Ahab. Right, goes on forever. Dauert für immer an. Changing from moment to moment. Verändert sich aber in jedem Moment. So it could have a physical basis. Er kann also auch eine physische, a grosser physical basis, and it is labeled on that. Eine grobere physische Grundlage haben, aber der Form dieser Traumkörper des Art ist auf diesen gröberen Körper bezogen. So that gross body is also changing from moment to moment. Dieser grobere Körper ist auch ständigen Veränderungen unterworfen. Gets old, gets sick, dies. Wird alt, krank und stirbt. But what is labeled on it? Although it is changing from moment to moment, don't think that it's static. It's not like an Atman. Aber das, auf was es bezogen wird, das ist nicht statisch. Es ist nicht so ein Atman. Not like a soul. Eine auffindbare Seele. But that doesn't grow old. That doesn't aber das, die. Das wird nicht alt, sondern das stirbt auch nicht. And of course it doesn't suffer. Und es erfährt auch kein Leid. So this is not easy to understand. I said that in the beginning. Das ist nicht sehr einfach zu verstehen. Very difficult to understand. Very difficult. Sehr, sehr schwierig, das zu verstehen. But that's the key for understanding what happens when we become a liberated being. Aber das ist die Voraussetzung zu verstehen, was passiert, wenn wir ein befreites Lebewesen werden. Right, if we're not just going to stay in a pure land. Weil wir nicht nur einfach in einem freien Land verweilen. But if we really, if bodhicitta, we want to come and work in this world. Denn mit bodhicitta wollen wir eigentlich zurückkehren in diese Welt und hier and help others as much as possible. Und anderen Wesen helfen, so gut es geht. Right? Other people are going to see us. Ordinary people are going to see this gross body. They will get old, etc. Andere Wesen werden uns also sehen können und unseren Körper sehen und wie dieser Körper alt wird und krank wird. But our way of experiencing it is going to be in terms of this mental body with no suffering. Aber wie wir das selbst wahrnehmen werden, ist in der Art und Weise dieses mentalen Körpers, der keinem Leiden unterworfen ist. And the big, big danger here is that we tend to think of this mental body like an Atman, like a soul. This is going to be a permanent static thing and that's what I want. And that is 100% false. Und der kritische Punkt hier ist, dass wir dieses Gefühl haben könnten, dass gerade dieser Formkörper, wir machen den zu etwas Festem. Das ist das, was wir anstreben, und das ist wie eine Seele, ein Atman. Static. Die statisch ist. Never changing. Und die sich nicht verändert. And that's what I want, the eternal life. Und das ist, was ich anstrebe, das ewige Leben. That. And that's 100% wrong. Und das ist 100% falsch, diese Ansicht. Right? So if we are aiming for something like that, with a misconception of what it would be like to be an Arhat, we're never going to reach it. Also wenn wir den Zustand eines Arten auf diese Art und Weise anstreben, dann werden wir mit Sicherheit diesen Zustand nicht erreichen. So, in short. Jetzt in aller Kürze nochmal. We need to understand with renunciation, determination to be free. Entsagung bedeutet der Entschluss, frei zu sein. To leave behind, to get out of uncontrollably recurring rebirth. Wir wollen hinter uns lassen dieses immer wiederkehrende Wiedergeborenwerden. By getting rid of its causes. Indem wir die Ursachen dafür beseitigen. We have to understand what rebirth is. Und deshalb müssen wir verstehen, was Wiedergeburt ist. We have to understand what the causes are. Wir müssen die Ursachen für Wiedergeburt verstehen. We have to develop complete disgust with it and boredom.
Wir müssen eine Abneigung, starke Abneigung und Langeweile. Not make a big deal out of it, though. Und nicht zu viel aufheben. Not make a big deal out of our happiness. Not make a big deal about unhappiness. Not make a big deal about our body or what we're experiencing. Also nicht so viel aufheben zu machen über glücklich sein oder unglücklich sein, über unseren Körper, über die Dinge, die wir erfahren. But working with voidness to get rid of all this craving, all this misunderstanding. Aber vielmehr mit dem Verständnis von Leerheit versuchen, all diese Dinge zu überwinden und diese Missverständnisse aufzulösen. And also apply that understanding of voidness and mental labeling to the result of what it is that we're aiming for to achieve. Und auch diese Sichtweise der Leerheit und das Verständnis von mentalen Bezeichnungen anwenden auf das Ziel, das wir erreichen wollen, diesen Körper eines Arhat oder eines Buddha. So we understand what the body of Arhat would be like. Und so verstehen wir, was der Körper eines Arhat oder Buddhas sein wird. Arhat. We're talking about renunciation. Und dann verstehen wir auch, was der Körper eines Arhat sein wird. Right? Liberation. This is the stage that we're at now. With renunciation. Das ist die Stufe, auf der wir uns gerade befinden, dass wir die Befreiung anstreben. Of course, this will be necessary as a stepping stone to enlightenment. But renunciation is talking about liberation. Remember what we said in the beginning, it's not talking about enlightenment. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, Entsagung spielt eine Rolle beim Anstreben der Befreiung. Es geht noch nicht um die vollständige Erleuchtung. Das muss man immer im Kopf behalten. Okay, so we've covered a lot. We are well over time. But there's a lot of theory that one has to understand, but there's also in terms of what does it actually mean in a practical sense. Also wir sind jetzt sehr viele Dinge besprochen und es sind auch sehr viele theoretische Punkte, aber der wichtige Punkt ist immer, dass wir uns fragen, was bedeutet es praktisch für unser Leben? And on a practical level, don't belittle it. Und auf einer praktischen Ebene sollte man es eben nicht zu klein ansetzen. And as I say, one of the things that always stands out in my mind is how boring to have to go through all the baby and education, all that stuff, to be able to continue on the path. How boring. Alex, zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt immer wieder dieses sich erinnern an, wie langweilig und was für eine Zeitverschwendung dieses immer wieder durch Kindheit und Ausbildung gehen müssen, wenn man wiedergeboren wird. And I really want to avoid that. Ich will wirklich diese Zustände vermeiden. And so to avoid that, I've got to overcome all the causes for that, this karma that drives rebirth. Also um das wirklich zu beenden, muss ich eben das Karma beseitigen, das immer wieder diese Wiedergeburten befeuert. So while I'm practicing, don't make a big deal out of anything. Und wenn ich also praktiziere, dann einfach auch immer daran denken, nicht zu großes Aufheben zu machen. I think that's the kernel here. Das ist immer wieder der Auslöser. Don't make a big deal out of what I'm feeling. Don't make a big deal out of everything around me. Nicht so ein großes Aufheben machen über das, was man fühlt oder über die Dinge um uns herum. Don't make a big deal out of what we're aiming for. Nicht so ein großes Aufheben über das, was wir anstreben. Just do it. Do the practice. Do the work. Es einfach angehen und die Arbeit machen, die ansteht. Okay.